Hello. Was gibt's denn hier zu Ohahn? Moin Stiefel, moin Blitzkaiser. Und hallo Elbi. Hey Sandy, hallo Bauski. Schön, dass ihr da seid. Nice Intro, hast du das noch nie gesehen? Emi und Miri. Hi, was geht ab? Das ist das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich Leute grüßen sollte. Freuen die Leute sich darüber? Oder haben die eine Wette verloren? Perfekt. Das ist aber nett von Miri. Ja, und Emi ist wahrscheinlich zu abgehoben, ne? Das dachte ich mir schon. Der feine Herr. Oder die feine Dame. Oder das feine Etwas. Wie auch immer. Jmiko69. Hi, ahoi hoi. Wie die Musik schon sagt. Grüß mal deinen Bruder von mir. Wait. Wait a second. Okay, Emi auf einmal wieder sympathisch geworden. Na gut, lass ich gelten. Aber nur das eine Mal. Ja, aber sicher grüße ich Luca. Ist doch mein bester Homie. Was geht ab? Jetzt hört mal auf mit dem Rumgegrüße. Was ist denn das hier? Als ob sich irgendwer darüber freut, von mir gegrüßt zu werden. Come on. So, pass auf. Wir schwingen uns mal ganz kurz in ein Katzenintro. Was haltet ihr dann davon, hä? Pass auf. Welches nehmen wir denn? 3, 2, 1. Wir nehmen mal das Neue, okay? Das hatten wir zwar letztes Mal schon, aber das nehmen wir jetzt wieder. Da. Man sich denn so auf die Arbeit fokussieren? Sam, mach mal. Sehr gut. Sie klauen jetzt nicht im. Ey! Sam!
ist der Typ. So, pass auf, nicht erschrecken. Ja, ich warne euch vor, nicht erschrecken, okay? Es wird jetzt losgehen hier, okay? Eine Sekunde noch. Bitte, nur eine kurze. Ich bin sofort ready. Warte, hier. Und warte mal, geht das hier, wenn ich das so mache? Boah, das funktioniert. Ist ja unfassbar. Pass auf, andere Perspektive. Es tut mir leid. Hi. Wir fangen ganz vorne an. Und schon mal vorweg, ja, ich habe einen Game of Thrones Pulli an. Nein, den habe ich mir nicht selber gekauft. Und ja, den habe ich vor der 5. Season bekommen. Okay, hätten wir das schon mal aus dem Weg. Also, gehen wir mal von ganz vorne aus durch. Erstmal Sandy, hab dich gestern auf TikTok gefunden. Die Videos auf YouTube verdienen viel mehr Aufmerksamkeit. Dankeschön, vielen Dank. Du siehst jetzt, warum ich mehr Videos mache und weniger Livestreams, weil das Reden im Livestream liegt mir eigentlich nicht so. Ich brauche immer 28 Anläufe, bis ich überhaupt mal so ein Skript runtergeredet habe, ohne Fehler. Dankeschön, hi, herzlich willkommen. Schön, dass du überhaupt beim Livestream vorbeischaust. Ist ja voll geil. A, ist es geil, dass Leute meinen Content auf TikTok finden. B, ist es geil, dass die Leute dann auch noch auf YouTube kommen. Und C, ist es geil, dass die Leute, die bei YouTube sind, auch noch da bleiben. Und D, wir gehen mal die Buchstaben aus. D, ist es noch geiler, dass die Leute dann auch nicht hier beim Livestream vorbeigucken. Wie cool. Hä, dankeschön. So. Also, Emi und Miri haben sich gefreut. Das ist aber schön. Und sie finden deine Stimme sympathisch. Weiß auch nicht, was da los ist. Weiß auch nicht, wie man die sympathisch finden kann. Aber jetzt sehen sie ja mein Gesicht und jetzt ist sowieso vorbei. Falls sie das sehen. Falls ja, hi. Und Emi ist eine sie. Okay. Also ist Emi eine Kurzform für irgendwas? Emi, habe ich noch nie gehört. Ich dachte, Emi ist vielleicht für Emil oder so, aber wenn es eine sie ist, dann wahrscheinlich nicht. Obwohl wir haben 2023, wer weiß. So, süße Katzen hast du, darf ich ausrichten. Das ist auch die einzig Emily. Das, ja, Emily ist auch ein Name, da ist was. Emily ist auch ein Name. Das stimmt, Emily habe ich total vergessen. Moin, Mamfi, hi, herzlich willkommen. Gerade rechtzeitig zum Katzenintro gekommen, wie ich sehe. Und Ghost, hallo. Emily, okay. Okay, wo ist Relaxo? Hier. und? Da. Da ist so besser. So, dann ist, sind beide Relaxos im Film. Okay. Kamera, pass auf. Kann ich hier irgendwas leaken, wenn ich hier irgendwas zeige? Nee, ne? Nee, ich glaube, ich leake nichts. Pass auf, ich mache hier trotzdem mal sicher ist sicher. mache hier nochmal ein bisschen was zu. Pass auf. Okay, pass auf. Also, mein Bruder hat sich richtig gefreut, wo ich ihm gezeigt habe, dass du ihn gegrüßt hast. Ach, wie schön. Das freut mich aber, dass ich jemandem anderen eine Freude machen konnte. Mit ein bisschen Luft hin und her bewegen. Ein bisschen überbelichtet, der Relaxo. Ja, pass auf, ich sag dir jetzt auch warum. Also, ich habe bei mir ein bisschen umgebaut. Hintergrund ist, ich hatte vorher drei Monitore hier stehen. Pass auf, ich drehe das hier einmal. Pass auf, da haben wir einen, dann haben wir da einen und da drüber haben wir jetzt einen. So haben wir das jetzt quasi. Vorher stand daneben noch einer. Ne, warte. Hier vorne neben. Hier stand vorher noch einer. Jetzt sind die hier übereinander. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo ich die Cam hinmachen soll, ist das Problem. Ob ich die jetzt ganz da oben drauf machen soll? Ich könnte die auch. Warte mal, Kann ich? Sorry. Ich hätte das vorm Stream machen sollen, aber ich war bis gerade noch unterwegs und dachte mir, scheiße, das machst du jetzt nicht mehr. Ich kann die auch hier hin machen. Ah, Zuipio, moin, hallo, herzlich willkommen. So, ich könnte die auch hier hin machen. Dann habt ihr einen wunderschönen Ausblick auf meinen Mülleimer. ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Und es ist ganz schön dunkel, ne? So, ich kann ja mal die Überbelichtung reinlassen. Ja, das ist perfekt, oder? Das ist der Wahnsinn. Das ist, so muss es sein, so ist geil. Oh, super perfekt, Leute. Tut mir leid, es ist... Ich versuche das nochmal so zu machen, wie es vorher war, ja? So, wenn ich die Kamera hier irgendwie zwischenquetsche, geht das? Kann ich die? Sorry, ihr müsst jetzt hier mal ein bisschen mit Ruckeltuckel auskommen. Kann ich die hier so? So ungefähr, so? Also ich meine, die klemmt jetzt quasi so
ein bisschen sehr provisorisch zwischen meinen Bildschirmen. Ich kann die nicht tiefer machen, ist das Problem. Ich kann mich selber ein bisschen höher machen. Das ist auch zu hoch. Also die Kamera ist zu hoch. Ich weiß, ich kriege die aber so nicht tiefer. Ah, scheiße. Der Livestream war gerade eben zufällig da. Ich habe gehört, dass Lego-Video ist draußen. Selten meinen Namen so oft gehört. Sandy Bay. Ja, stimmt. Stimmt. Sandy ist aber auch ein seltener Name irgendwie. Heißt du wirklich Sandy? Also, ich glaube, ich habe noch nie eine Sandy gesehen, gehört, kennengelernt. Noch nie die Ehre haben dürfen. Nee, das passt alles. Leute, es tut mir leid, aber das passt hier alles nicht. Das passt einfach alles nicht. Das ist irgendwie kacke. Ich könnte die hier unten hin machen. Was haltet ihr dann davon? So. So ist doch auch schön, oder? Also, schön. Ja, ist die Kurzform. Ah, alles klärchen. Mülleimer passt zum Content. Guck mal, da kommt direkt schon wieder rein in die Wunde. Guck mal, kaum bin ich am Struggeln, liege ich auf dem Boden, bin fertig, direkt wieder. Du sprichst manchmal kurz Englisch in deinen Streams oder Videos. Kannst du Englisch? Spreche ich kurz Englisch ab und zu? Ja, ich kann Englisch. Ich bin der englischen Sprache teilweise mächtig. Mein Englischverständnis ist ganz gut, weil ich halt viele Serien und Filme und Content auf Englisch konsumiere. Aber ich spreche Englisch selten. Das heißt, meine Aussprache ist manchmal ein bisschen meh. Aber verstehen tue ich Englisch ganz gut. Pass auf, Leute. Nur damit ihr wisst, was abgeht. Hab ständig Termine mit der Bank und Markt und Handwerkern. Kurze Rede ohne Sinn. Nächste Woche kaufen wir ein Haus. Ach du Scheiße, Mumpfi, geil. Glückwunsch. Voll nice. Freut mich für dich. Ein eigenes Haus ist ja crazy. Cool. Einfach Kamera auf den Kopf drehen, dann wird's weniger geplant. Wartet mal, Leute. Pass auf, nur damit ihr kurz wisst, was abgeht. Dieses Ding hier, diese Lampe versuche ich gerade runterzuschrauben. So, ich kann euch mal daran teilhaben lassen. So, auf die versuchen wir jetzt einmal ganz kurz runterzuschrauben, ja? Ich weiß nicht, wo ich dran schrauben muss, damit die runtergeht. Irgendwie muss die ja hier rein, oder? Aber die geht hier nicht irgendwie rein. Ich kann die nicht kleiner machen. Ich kann die nur ausfahren. Ja, ist echt crazy. Bin mal im Lurk. Glaube ich dir, dass das crazy ist? Das ist ja... Bauski wird nicht gehen gelassen. Der Lerk. Bauski spielt jetzt gegen sich selbst Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, wenn das nicht treffend ist. Viel Spaß dabei. Sag mal am Ende bitte, wer gewonnen hat, falls du nochmal wiederkommst. Nee, die geht nicht tiefer. Verdammt. Ja, Mumpy wird nicht in Lurk gelassen. Mumpy, du musst leider hier bleiben. Der Command funktioniert bei dir einfach nicht. Ja, pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich mach den jetzt einfach so. So, okay. So ist fast wie vorher. Dafür muss ich jetzt meinen anderen Bildschirm ein bisschen wegklappen, aber so ist fast wie vorher. Haben wir wieder ein bisschen die Frontalansicht. Muss ich nochmal gucken, wie ich die Kamera am besten platzieren kann. Ich hätte auch richtig Bock auf eine bessere Kamera. Aber naja, gucken wir mal. So. Oh. Mache ich hier mal ganz wieder die geheimen Sachen auf, die ihr gerade nicht sehen durftet, wie Spotify und so ein Bums. Ah. Was wird heute gespielt, wurde auch gerade gefragt. Wir spielen heute Storyteller, wenn da alle Lust drauf haben. Das ist ein Spiel, das habe ich schon seit ein, zwei Wochen auf der Wunschliste. Das ist eigentlich recht neu draußen. Nicht wundern, wenn ich ab und zu hier so nach oben, hier so einmal über euch gucke, über euren Kopf. Das liegt nicht daran, dass ihr sehr klein seid. Vielleicht schon, aber ich gucke hier oben auf meinen anderen Bildschirm, wo ich Steam aufhabe. Storyteller, genau. Das habe ich mir jetzt einfach mal gegönnt. So. Ich habe genügend Bock für alle. Willst du dich, also ich habe gesehen, du hast das auch auf der Wunschliste. Willst du dich denn schon spoilern lassen? Es ist ja wahrscheinlich so ein einmal gespielt, dann kennt man alles Spiel, oder? Ja, bitte, wollt mir das Game auch holen. Oh, ich weiß nicht, ob ich das spielen soll. Wenn ihr das auch... Pökelt sich eine Wurst? Ghost, ja. Schmackeli, ne? Also, wenn ihr das wollt, dann spiele ich euch das natürlich... Spiele ich jetzt einfach für euch mit. Ich meine, wir können das ja zusammen spielen. So ist ja nicht. Es ist ja so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe das noch nicht so richtig geblickt. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben wir eine Geschichte... Oder Aufgaben, die müssen wir mit verschiedenen Dingern nachstellen. Mit uns gegebenen Dingern. Wie die Geschichte ist, hey, der König stirbt oder so. Und dann haben wir als Auswahl einen König, einen Ritter und eine,
eine Falle und da müssen wir die halt so stellen, dass der Ritter den König in die Falle schubst oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in den Dreh. Bis ich mir das hole, habe ich sowieso wieder alles vergessen. Und bei deinen Rätselskills in Portal, hey. Durch Portal sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Eigentlich. Was für Mod für... Dafür bist du jetzt nochmal kurz wiedergekommen? Dafür bist du jetzt nochmal wiedergekommen? Jetzt geh weiter Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Mann. Und Bauski. Nicht Bauski, Bucci. Alle mit Bs hier. Kurz da, um in Lurk zu gehen. Ich fass es nicht. Eigentlich. Mann, ey. Hast du Portal 2 denn schon durchgespielt? Unter dem immensen Druck, dass dir andere Leute dabei zusehen und jede Sekunde deines Leidens mitverfolgen können. Das ist gar nicht so einfach. Ja, der Lurk-Commander möchte heute irgendwie nicht. Aber zu Ipio, widersetzt sich einfach der Schwerkraft und steht auf. Das ist wirklich sehr bewundernswert. Krass, wer hat denn das gemacht? Vor allem die Luft und alles, es drückt dir alles auf dir. Also ich könnte jetzt erstmal nicht aufstehen. Ja, musst du einkaufen, aber der Bot will mir keinen Lurk geben. Ja, dann musst du noch bleiben. Der Bot hat entschieden. Nein, aber wenn ich irgendwann streame, steht es auf meiner To-Do-Liste. Ist das etwa in Aussicht, dass du streamst? Okay, Bushi, geil. Viel Spaß beim Einkaufen und Werbung machen. Ich sehe dich schon mit so Zeitungsausgaben am Einkaufswagen stehen und einfach so rausgeben. Hier, Stream von Yodarum, der unglaubliche Yodarum. Wollen Sie Yodarum sehen? Hier ist noch Yodarum. Yodarum streamt heute. Aber kannst du beim Einkaufen gut Werbung machen? Das finde ich ganz gut. Was ist Lurk? Ich gucke nicht so oft Streams auf YouTube. Ist eher was von Twitch gekommen ist. Lurk ist einfach nur lurken, wenn man so im Hintergrund zuguckt. Wenn man quasi abwesend ist, aber ja nicht schreibt oder eben mal weg ist oder sowas, dann lurkt man. Ist quasi so, hey, ich bin jetzt erstmal weg, mich siehst du erstmal im Chat nicht oder sowas. Manche sind dann einfach nur AFK, zocken irgendwas anderes oder sind einfach kurz einkaufen oder sonst irgendwas. Und dann ist das einfach hier im Stream die Abmeldung, sag ich mal. Wenn du lurkst, dann bist du am Lurken. Es kommt halt aus dem Englischen, dann bist du im Hintergrund weiter am Zuschauen so ein bisschen. Oder bist halt einfach kurz weg oder so, bist auf jeden Fall nicht mal aktiv am Stream dabei. Und dafür ist der Ausrufezeichen Lurk-Command. Und wenn du wieder da bist, wie Zuipio hier gerade schon demonstriert hat, dann gibt man Ausrufezeichen an Lurk ein und dann ist man offiziell wieder da. Und dann sagt dir der Bot, dass Zuipio mit fantastischer Laune zurückgekehrt ist. Und das will ich doch mal hoffen, dass er mit fantastischer Laune zurückgekehrt ist. Videos schneiden. Apropos Videos schneiden. Ich habe ja gerade eine Umfrage am Laufen, was wir als nächstes zocken wollen. Momentan ist Sons of the Forest da recht weit oben. Ich habe da schon mal so ein bisschen gespielt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es gut in Video packen kann, weil der Anfang von Sons of the Forest ist natürlich, gibt sehr viel zu tun, ne? Man stürzt ab, man lernt Kelvin kennen, man lernt die dreibeinige und dreiarmige Delfine, hieß sie, glaube ich, kennen. Fängt sie an, eine Base zu bauen, die ersten Ureinwohner kommen, so, da gibt es halt viel zu tun und viel Neues. Aber irgendwann ist es halt sehr repetitiv. Jetzt ist die Frage, na, eigentlich ist es keine Frage, eigentlich eine Aussage, ich muss jetzt etwas mehr spielen, um wirklich den Content zu bekommen, den ich brauche. Das heißt, ich baue gerade einfach ein bisschen, ich muss irgendwie den Winter überleben, ich freunde mich mit Delfine ein bisschen weiter an, ich weiß auch nicht so genau, was ich mache, wisst ihr? Und dann muss ich vielleicht nochmal durch eine Höhle latschen oder sowas, aber ich brauche einfach so ein bisschen länger dafür. Das wird wahrscheinlich Mühe dauern, bis das Video kommt, will ich damit sagen. Ich guck mal, wie viel ich gespielt kriege und wie viel guten Content ich irgendwie da rausziehen kann, aber ich finde Kelvin toll, wie er dich mit Holz abwirft. Ja, das wird er auch, das... Da geht der richtig drin auf, der Junge. Da geht der richtig drin auf. Aber ab und zu werfe ich auch zurück. Ich habe auch neulich einen Ureinwohner mit so einem Holzstamm zu Tode geprügelt. Ich habe den ganze Zeit wieder auf ihn geworfen. Ja, ich bin auf jeden Fall so ein bisschen am Zocken und ein bisschen was mir am Notizen machen und überhaupt. Das dauert noch, bis das Video kommt, aber es kommt. Ich denke, das kommt. Momentan gewinnt sie auch in der Umfrage, aber da bin ich auf jeden Fall dran. Wahrscheinlich nicht diese Woche, eventuell nächste Woche. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit und Lust ich habe. Und Schlacht um Mittelerde ist ja auch noch recht weit oben.
Und da würde ich ganz gerne die böse Story spielen. Schlacht um Mittelerde 1 ist mehr so ein Strategiespiel. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was und wie ich das umwandeln kann in ein Video. Und ich muss auch die Musik muten. Das darf ich nicht vergessen, weil die benutzen teilweise die Originallieder aus Herr der Ringe und ich glaube, die darf ich nicht benutzen. Ja, muss ich mal schauen. Ja. Oder wie er der Baumhaus zerstört. Ein echt toller Kerl. Ja, der gibt alles. Der gibt alles, sich beliebt zu machen. Den habe ich auch erstmal zur Strafe eine ganze Zeit einfach eingesperrt in so einem kleinen Quadrat, damit er mich nicht auf den Sack geht. Aber jetzt ist er wieder draußen. Wie ich finde ich Samstag beim Einkaufen. Sehe ich erst die Nachricht von Bushi da ganz oben. Meine Güte. Also ist eigentlich... ach, du hast auch geschrieben wegen Streaming. Nächstes Jahr Ende diesen Jahres an. Oh, cool. Das wäre voll cool, wenn du streamen würdest. Meine Güte. Auch Gaming-Zeugs? Oder willst du dich beim Malen filmen? Oder weißt du schon, Film? Stream? Oder weißt du schon, weißt du noch gar nicht, was du machen möchtest? So. Moin, Marco. Hi, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Lass dir Zeit. Mach ich. Mach ich. Sorry, Marco. Ich war halt gerade so am Erzählen. Ich habe gar nicht in den Chat geguckt. Ach ja, Frage des Tages gibt es auch noch. Was ist die beste Eissorte? Schokolade und Vanille. Das ist ja mal die 0815-Antwort des Todes. Wirklich Schokolade und Vanille? Nee, komm. Komm, es gibt doch so geile Eissorten. Schokolade und Vanille ist doch voll langweilig. Ich überlege gerade, was meine Lieblingseissorte denn ist. Ich habe die Frage zwar geschrieben, aber ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Schokolade und Vanille. Also ich kann es irgendwo verstehen, weil ist halt, man weiß halt, was man kriegt. Und so ein gutes Schokoeis, Cookies? Cookies kann ich auch noch ganz gut. Also Cookies finde ich auch noch ganz nice. Ich würde sagen, gibt's nicht überall. Aber Stracciatella habe ich früher mega gerne gegessen. Aber so After Eight Eis, das heißt Pfefferminz mit Schokostückchen drin. Gibt's nicht überall, aber wenn es irgendwo gibt, dann hole ich mir das hundertprozentig. Und sonst bin ich auch so ein Ekliger, der mag dieses Schlumpfeis oder Kaugummi-Eis. Einfach was nur noch nach Chemie schmeckt. Das finde ich auch voll geil. Vielleicht darf ich Schokolade und Vanille gar nicht irgendwie niedertrampeln, weil ich bin auch weird, was Eis angeht. Zitrone beste. Nee, Zitroneis gar nicht. Nur mit Nutella. Zitroneis mit Nutella. Ich sag's immer wieder, der Shit. Also Plan wäre zeichnen und zocken, je nachdem wie Bock da ist. Aber weiß noch nicht, ob mir das liegt. Einfach testen. Einfach testen. Ich habe so wenig Leute in meinem Umfeld, die YouTube machen oder Streams machen oder sowas. Das heißt, je mehr dazukommt, desto besser. Kaugummi-Eis ist auch geil. Geil! Endlich jemand, der das auch mag. Lakritze. Es gibt Lakritzeis? What? Spaß. Okay, ich wollte schon sagen, das ist keine... Also, für die Leute, die Lakritzen mögen, vielleicht geil. Aber ich mag kein Lakritz. Außer so ganz, ganz hartes Lakritz. Ganz hartes, kleines Lakritz, was richtig kräuterig ist. Das finde ich geil. Aber sonst mag ich keinen Lakritz. So, das Weiche und diese Lakritzschnecken und sowas, nee, kann man, also finde ich jetzt nicht super eklig, aber nee, Lakritz meide ich sonst sehr, 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 sehr gerne. Mochte erstmal Bunny, moin Bunny Lover, was geht ab? Amarena Kirsche echt gerne. Mittlerweile wechselt auf so Mango-Waldmeister-Joghurt mit Früchten oder sowas. Also ich hatte mal eine Zeit, wo ich sehr viel Fruchteis gegessen habe. Auch so Stracciatella. Sehr viel Fruchteis. Strawberry. Erdbeere heißt das. So, meine Güte. Erdbeere und so ein Shit, aber... Ich mag bei Eis nicht so Stückchen drin von Beeren oder sowas. Wenn diese Kerne oder sowas da drin sind. Und ich finde vieles Fruchteis schmeckt einfach zu künstlich. Und ja, ich mag Kaugummi, aber bei Kaugummi erwartet man was Künstliches. Es ist nicht so, wie wenn man sich ein Mango-Eis holt und dann schmeckt, wie die Chemie da raustrieft aus der Mango. So, das ist so... Wisst ihr, was ich meine? Aber so Joghurt mit Früchten kann ich... Waldmeister geht auch, definitiv. Aber so ein richtig geiles Joghurt-Eis kann man auch machen. Ich bin gar nicht so der Joghurt-Fan, aber so ein richtig geiles Joghurt-Eis, doch, damit kann ich mich anfreunden. Asylum of Gaming, was geht ab? Herzlich willkommen, schön dich hier zu sehen. Natürlicher Kaugummi-Geschmack wäre auch irgendwie strange tatsächlich. Wir haben Kaugummi geradeaus, man sieht den hinter der Eisdealer für die ganze Zeit kauen. Wird nachproduziert.
Boah, nee. Oh. Bevor das Eis wäre dann so richtig klebrig oder so. Hm. Waldmeister schmeckt aber auch in jeglicher Form. Waldmeister ist auch ganz geil. Ich trinke aktuell, also wenn es kalt ist, trinke ich ganz gerne Tee. Und zwar Himbeer-Waldmeister-Tee. Finde ich total geil. Es schmeckt jetzt nicht direkt nach Waldmeister, sondern eher nach mehr nach Himbeer als nach Waldmeister. Aber so eine ganz kleine Note ist da drin. Das finde ich ganz nice. Und Waldmeister ist ja auch so ein Ding, die einen hassen es, die anderen lieben es. So, es gibt kaum einen, der sagt, ja, Waldmeister, oh, mir egal. Die meisten haben eine richtig strong opinion, was Waldmeister angeht. Hast du schon mal Genshin Impact gespielt? Ja, wie Elby schon sagte, nur mal kurz. Ich habe es nur mal kurz im Stream angezockt und es war ganz nice, aber hat mich nicht so gecatcht. Und ich bin in letzter Zeit auf so einem Trip, ich versuche einfach möglichst viele Spiele zu spielen. So ist ein bisschen besser, ne? Ich versuche einfach möglichst viele Spiele zu spielen. Ein bisschen hell aber. So ist schöner. Sorry, ich war die ganze Zeit voll im Dunkeln. Sagt aber auch keiner was, ne? Ihr wollt mich alle nicht sehen. Ich versuche einfach möglichst viele Spiele zu spielen, um den Satz mal zu beenden. Und ich habe einfach keine Lust, mich gerade auf ein Spiel einzugrinden. Und genieße es gerade einfach so richtig sprunghaft zu sein. Wie man vielleicht in meinen Videos merkt. Ich zock gerade alles. Alles. Und vor allem bin ich gerade auf einem Nostalgietrip und spiele sehr, sehr viele sehr alte Spiele. Spiele, die ich schon mal gespielt habe und Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Aber ich glaube, zu alle, die Herr der Ringe, die zu Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde ein Video haben wollen, ich glaube, da kriege ich ein Video zu hin. Ich nehme das mal auf, wenn ich die Story-Kampagne zocke von den Bösen und guck mal, was ich raus basteln kann. Vielleicht kriege ich ja da irgendwas Gutes hin. Bum Bum Eis ist auch geil. Das stimmt, das ist dieses Bum Bum Eis mit diesem roten Ding drum, dem Kaugummi im Stiel. Oh, das Kaugummi, was nach dreimal draufbeißen schon den Geschmack verloren hat, aber ja. Also Bum Bum Eis kann man schon machen. Also habe ich früher auch voll gerne gegessen. Ich fand diese rote Kruste, ist das Kruste? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber diesen roten Rand um das Bum Bum Eis drumherum finde ich so lecker. Keine Ahnung, was das ist und warum es nicht mehr davon gibt, aber das ist so geil. Das Kaugummi von Bum Bum Eis ist steinhart. Ja, ich meine, es war ja auch im Gefrierschrank die ganze Zeit meistens. Aber ich mag hartes Kaugummi. Ich mag es halt hart. Ich mag zum Beispiel auch Weingummis hart. Ich habe schon letztes Mal gezeigt, hier. So. Warte. Ja. Ich habe hier so Apfelringe. Die ziehen jetzt hier erstmal noch hier drin. Die ziehen hier noch. Bis die hart sind. Und dann esse ich die Weingummis erst. Ich liebe Weingummis, wenn es härter ist. Ich weiß nicht, warum wir jeden Stream auf das Thema zu sprechen kommen. Aber ist halt nice. Ich fand das schon immer eher meh. Was? Bum Bum fandst du meh? Aber Kaktuseis. Kaktuseis finde ich den oberen Teil ganz geil und danach wird es immer schlechter. Ich meine, Vor allem die komische Konsistenz von diesem Kaugummis. Auf einer Seite aufgetaucht vom Halten und auf der anderen Seite tiefgefroren. Ja, das stimmt wohl. Aber ist halt auch das Billigste vom Billigen und das Kaugummi an sich. Ich meine, keiner kauft sich das Bum Bum Eis wegen dem Kaugummi im Stiel, oder? Sind wir mal ehrlich. Kaktuseis ist Premium, nur unmöglich zu essen als Kind. Wenn die einzelnen Schichten irgendwie langsam auseinanderfallen und sowas, ich finde Eis essen ist auch immer irgendwie eine Riesensauerei. Ich esse tatsächlich echt ganz gerne Kratzeis. Oder habe ich ganz gerne gegessen. Jetzt eher seltener, aber Kratzeis ist halt so eine einigermaßen cleane Form Eis zu essen. Aber mein liebstes Eis ist immer noch einfach so von der Eisdiele. So Kügelchen im Becher. Nehmt ihr eigentlich immer Becher? Wäre vielleicht auch mal eine Frage für die Frage des Tages. Aber egal, ich power die jetzt schon hier raus. Nehmt ihr Becher oder Hörnchen? Nehmt ihr Becher oder Hörnchen? Ich für meinen Teil nehme immer Becher. Einfach weil ich nicht so der... Ich mag auch diese Waffeln und sowas einfach nicht so gerne. Da bin ich einfach... Brauche ich nicht unbedingt. So, ich finde sie ganz okay so. Ich esse auch, wenn ich sie habe. Aber sonst, wenn irgendwer die lieber mag um mich rum, dann gebe ich die immer ab. Echt alle Hörnchen? Waffeln, was? Ja, und ich kann mit den Süßigkeiten die Einbrecher erschlagen. Das sind meine Shuriken. Die werfe ich dann, die kleinen Apfelringe. Bei der Eisdiele ist nie geschissen, kritisch, die Waffel unten richtig zuzumachen. Ich finde, bei Waffel ist irgendwann immer eine Sauerei.
Irgendwann ist immer Sauerei. Und das geht mir so auf den Sack. Außer Waffeln, wo unten so Schoko aufgefüllt ist. Diese richtig Premium-Waffeln. Mm. Aber sonst nehme ich immer Becher, weil es einfach einfacher ist. So, ich mag die Waffeln nicht gern genug. Ist das ein deutscher Satz? Ich mag die Waffeln nicht gern genug, als dass es mir es wert wäre, die zu nehmen, nur um mir dann alles einzusauen. Dann nehme ich einfach einen Becher und löffel das mir rein. Weißt du, dann bin ich auch effektiver beim Schlurpen. Hm. Clip ist auf Disco on. Nein. Du hast es nicht getan, oder? Jetzt, warte mal, ich muss kurz überprüfen. Ich muss kurz überprüfen, ob jetzt hier jemand gebannt werden muss. Ah, Discord ist natürlich wieder super schnell im Starten. Ich weiß nicht, was ist. Discord dauert bei mir voll lange fürs Starten in letzter Zeit. Hallo, Discord. Warum möchtest du nicht starten? Die Schokospitzen sind next level. Gibt's auch als Müsli? Die gibt's als Müsli? What? Ey, crazy. Kratzeis beschäftigt meine Anxiety. Ich meine, Kratzeis ist nice. Ich mag Kratzeis. Oder Wassereis. Wassereis geht auch mal. Es gibt tatsächlich einen Discord-Command. Ja, ich habe es auch total vergessen. Ich war auch so am Mithypen. So, haben wir einen Command dafür? Oh, haben wir einen? Ja, wir haben einen. Unfassbar. Wenn ich Becher nehme, mache ich mir immer eine Pampe. Nee. Also es schmilzt zwar schon irgendwie langsam alles zusammen, aber es ist doch deutlich cleaner als es aus dem Hörnchen zu essen irgendwie. Ja, also Discord startet einfach nicht. Keine Ahnung. Jetzt ist es gestartet. Jetzt ist es gestartet. Pass auf, warte mal. Wir hören mal ganz kurz rein, ja? Sekunde. Aber ich mag hartes Kaugummi. Ich mag es halt hart. Ich mag... Okay. Das war genauso. Genauso erdrückend, wie ich es erwartet habe. Perfekt. Wunderbar. Habe ich meinen Stream geschlossen? Nein, da sind wir wieder. Wer auch immer darauf gekommen ist, diese Schokospitzen als Müsli zu verkaufen, ist ganz klar ein Genie. Ah, ist halt schon nice. Kürzer ging es leider nicht. Shit. Du wolltest echt nur, dass ich mag es hart klippen, du. Hauptsache kein Kontext. Ich muss echt aufpassen hier, man muss aufpassen. Die Mods sind auf Zack. Also Müsli ist bei mir so ein... Teilweise habe ich so 2,5 Wochen... Da stürze ich mich auf Müsli. Da fresse ich jeden Tag morgens, mittags, abends Müsli und schaufel mir rein. Und dann wieder dreiviertel Jahr gar nicht. Dann ist mir wieder egal. Ich weiß nicht warum. Der Blick zu deinem war 10 von 10. Die Frage ist ja, welches Müsli? Da bin ich eigentlich super flexibel. Ich finde, Müsli ist viel zu teuer für das, was es kann. Meistens hole ich mal für irgendein Müsli, was gerade im Angebot ist. Ob irgendwelche Schokoflocken, obwohl ich nicht der Schoko-Fan bin, ob irgendwelche, ja, weiß ich nicht, Haferflakes oder irgendwas, so ein Mischding, ist mir eigentlich, solange keine Rosinen oder so ein Scheiß drin ist, bin ich Kellogg's Frosty. Ja, von mir aus auch die. Beim Müsli bin ich wirklich leidenschaftslos. Wenn ich mal diese Heißhungerphase habe, von wegen, ich muss jetzt Müslis essen. Sorry, ich habe gerade einen Zahnstocher, weil ich so ein fiddeliger Typ bin. Habe ich gerade so einen Zahnstocher in meine Hand zerlegt. Muss mal ganz kurz fachmännisch entsorgen hier. Also da schiebe ich mir einfach direkt alles in die Kiemen. Sobald ich Heißhunger auf Müsli habe, ist mir das komplett egal. Ich mix mir mein Müsli immer selber. Und das ist fantastisch, kannst du empfehlen. Okay, was mixt du dir denn da? Irgendwelche getrockneten Beeren und sowas? Oder einfach irgendwie Hafer und sonst was rein? Ich hatte mal mir eine Zeit lang aus einfach ganz normalen Joghurt, so Joghurtbasis einfach, und dann so ein bisschen Marmelade und Früchte und sowas rein. Funktioniert auch. Aber es sind immer so Phasen bei mir, wo ich sowas esse. Es gibt auch Phasen, da koche ich voll viel und voll gerne irgendwas und dann teilweise so 3 Wochen nur von irgendwelchen Tiefkühlzeug ernähren. Also, ich bin da so wechselhaft, was Essen angeht. Und ich habe ein Riesenproblem. Wenn ich Geld über habe, wenn ich irgendwie deutlich mehr Geld über habe auf dem Konto, als ich irgendwie sonst über habe, dann werde ich allergisch gegen Essen zu Hause. Dann habe ich so Bock, mir irgendwas zu bestellen oder so. Das ist ganz schlimm. Ich öffne den Kühlschrank und meine Geschmacksknospen denken sich so, nee, der hat Geld über. Hier drauf hast du keinen Bock. Bestell was. So, das ist... Kennt ihr das? Habt ihr das auch?
Deswegen habe ich eine Regel eingeführt mit meiner Freundin. Wir bestellen einmal im Monat. Einmal im Monat können wir uns bestellen, was wir wollen und dann nicht mehr. Das ist die Regel, nach der wir aktuell leben. Und es funktioniert ganz gut. Das funktioniert ganz gut. Das ist halt so ein Highlight. So, und ab und zu nutzen wir das dann auch mal, um einfach so ganz eklig bei McDonald's essen zu gehen oder sowas. So richtig waren wir jetzt schon auch schon länger nicht mehr, aber manchmal muss man, das kennt ihr das, manchmal muss man einfach bei McDonald's oder Burger King sich so ganz widerlich ein paar Burger reinschaufeln. Nicht, weil es geil ist, sondern einfach, um die Basis mal wieder auf so ein Level zu ziehen, damit man die anderen, das andere Essen wieder so ein bisschen mehr appreciaten kann, wisst ihr? Da braucht man einfach manchmal so ein Grundlevel legen. Dann ist das andere Essen wieder geiler, wenn man einfach mal so einen Abend bei McDonald's reingefuttert hat. Also als Basis ein simples Dinkelknuspermüsli und dann viele Bananenchips, Cashews, andere Nüsse, etwas getrocknete Beeren. Ich bin nicht so der Nussfan. Nüsse sind halt echt gesund, aber ich finde Nüsse, außer so Erdnüsse oder sowas, sind Nüsse irgendwie... ich finde Nüsse bleiben so lange im Maul, wisst ihr? Nüsse sind nicht so meins. Aber sind halt mega gesund. Ich war auch nie so der Studentenfutter-Typ. Also diese Nussmischung oder sowas mochte ich nie. Also was ist nicht mögen? Ich mag Nüsse theoretisch. Aber ich finde es einfach, wenn ich es irgendwie umgehen kann, dann esse ich sie halt nicht. Die Regel kenne ich. Das funktioniert bei uns ganz gut. In meinem Dorf gibt es keinen Lieferdienst. What? Oh, das tut mir... Das ist natürlich echt sad. Also ich lebe halb von Lieferando oder anderen Dingen. Lieber natürlich bei irgendwelchen Leuten, die nicht Lieferando nutzen. Wir haben bei uns eine echt gute Pizzeria, die auch echt geile Nudeln macht und sowas. Die benutzen nicht Lieferando, also gönne ich den richtig, weil geht mehr direkt an die. Da bestellen wir ganz gerne. Nüsse sind gesund. Herzlich willkommen zurück, Mampfi. Was, ey? Steck sie in den Mund. Die sättigen halt, brauche ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nüsse sättigen und sind halt wirklich gesund. Nüsse sind gesund. Go, schmück jetzt den Weihnachtsbaum mit Ostereiern. Ich meine, den zweiten Teil, da bist du immerhin aktuell, aber den ersten Teil musst du mal überdenken. Warum hast du noch einen Weihnachtsbaum bei dir rumstehen? What the hell? Was ist denn da los? Ist in meinem Heimatdorf auch so gewesen, Sandy, fühl ich. Boah, das tut mir echt leid. Für Leute, die halt echt irgendwie ab vom Schlag wohnen und dann nichts wirklich... War es ja echt doof. Also so ein Lieferdienst einmal im Monat. Oh, wir haben diesen Monat, wir haben ja auch erst einen Monat angefangen. Wir haben schon überlegt, ob wir dieses Wochenende einfach direkt schon reinbestellen. Einfach, weil wir es können. Einfach direkt irgendwas bestellen. Ich habe richtig Bock bei unserer Pizzeria, die richtig nice ist. Richtig schön Pizza und die haben auch einen geilen Wrap mit schön leicht scharfem Hähnchenfleisch und ein bisschen Salat bei, Remoulade und dann bestelle ich mir noch so einen Nudelauflauf und schön Tomatensoße, ein bisschen Jalapenos bei. Oh, jetzt habe ich Hunger. Shit. Oh. Wie steht's mit Birchermüsli? Kenne ich gar nicht. Was ist das denn? Was spielst du jetzt eigentlich? Wir spielen Storyteller gleich. Also wir machen bei jedem Stream, für alle, die den nicht kennen, bei jedem Stream quatschen wir erstmal eine Runde. Meistens so ein Stündchen, manchmal eskalieren wir auch. Dann spielen wir eine Runde und manchmal eskalieren wir danach dann nochmal. Manchmal reden wir danach dann nochmal ein Stündchen oder zwei. Da ich heute noch nichts wirklich gegessen... ich bin verfressen, ein Stück Scheiße. Ich habe schon zwei Eier gegessen, zwei Toast mit Käse drüber und ich habe mir schon Ravioli von gestern nochmal warm gemacht in eine Schüssel. Aber ich muss später nochmal was essen. Wir machen heute nicht bis in eine Puppen. Also nicht länger als 21 Uhr diesmal. Vielleicht sogar ein bisschen schneller. Wir wollen aber jetzt mal möglichst schnell... Ich auch. Ich hab Hunger. Ja, ihr könnt ja wenigstens was essen hierbei. Ihr Elendigen. Was ist denn da los? Wir könnten jetzt gleich mal mit Storyteller anfangen. Storyteller, wollen wir einfach reingehen? Wollen wir einfach in Storyteller reingehen? Ich habe nämlich auch Bock, das zu testen, to be honest. Das ist so ein kleines Rätselspiel. Wir können gemeinsam eine Geschichte schreiben. Wir versuchen das jetzt einfach mal, okay? Pass auf. Wir gehen jetzt einfach mal in Storyteller rein. Pass auf. Ich mache mal die Musik hier auf Pause. Ich kann so bis 20 Uhr heute wieder D&D. Viel Spaß dabei. Dann starten wir jetzt einfach mal mit Storyteller. Ist so ein Mix aus klassischem Müsli mit Haferflocken und so, mit Joghurtfrüchten wie Birnen oder so. Okay, das klingt aber ganz nice. Muss ich mir vielleicht mal merken, so Birchermüsli. Muss ich mir auch mal merken. Aber ich habe gerade ist eine Phase, wo ich einfach keinen Bock auf Müsli habe. Aber das kommt wieder. Es ist so ein Zyklus bei mir.
Und die Meute rastet aus. Er ist wieder da. Sorry, ich wollte gar nicht weiterquatschen. So, gehen wir einmal direkt rüber. Pass auf, wir gehen einmal hier rein. Magst du Döner? Ja. Ja, Döner und Lammertschuhen und Pommendöner und alles. Ich mag Döner sehr, sehr gerne. Ah, ich bin aber, ich gehe zu selten zu gerne raus, um mir irgendwo in der Dönerbude was zu holen. Ich bestelle lieber und ich hatte selten guten Bestelldöner, deswegen bestelle ich mir meistens Pizza oder irgendwelche Nudelaufläufe oder irgendwie so ein Bums. So, Storyteller. Ihr müsst sagen, wenn das ein bisschen zu laut ist oder zu leise ist. Storyteller, ein Buch über das Erzählen von Geschichten. Einleitung. Am Ende dieses Buches wartet eine Krone. Sie wird... Okay, das Spiel ist gerade bei mir, hat sich gerade minimiert. Sie wird nur den besten Geschichtenerzählern des Reiches verliehen. Jede Seite ist leer, bis auf einen Titel. Es ist deine Aufgabe, diese Seiten mit den fesselndsten Geschichten zu füllen. Vervollständige dieses Buch und erweise dich des Titels des Geschichtenerzählers würdig. Machen wir. Machen wir. Wer mag Döner nicht? Ja, das stimmt eigentlich. Döner kann man sich halt, ist halt auch so wie Pizza, ne? Kann man sich zusammenbauen, wie man möchte. Vielleicht einen kleinen Ticken laut. Okay, pass auf. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das hat leider keine eigenen Sound-Settings, nur so Möchtegern-Sound-Settings, aber ich kann es hierüber vielleicht so ein bisschen leiser machen. So. Okay. Leben und Tod, Kapitel 1. Liebe, Herzschmerz, Jenseits. Okay, dann gehen wir mal in Liebe rein. Adam lebt allein. Findet Liebe und stirbt glücklich. Erstelle eine Geschichte mit diesem Titel. Okay, Adam lebt alleine, findet Liebe und stirbt glücklich. Das heißt, Adam, also Adam und Eva, er findet Liebe und dann stirbt er happy oder? Ja, ach so, wenn er, pass auf, wenn er jetzt stirbt, ist er glücklich gestorben? Ich dachte, sie stirbt früher. Kann ich ihn auch wieder rausnehmen? So stirbt, also so ist er wahrscheinlich glücklich gestorben. Okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Okay, so, das haben wir ja schon mal geschafft. Er ist glücklich gestorben, wunderbar. Wir haben die Krone hier abgeholt. Da oben wackelt was. Das wäre das Erste. Herzschmerz. Bin wieder da, wollte zwar Roblox spielen, aber jetzt, als ich gehört habe, dass wir ein Rätselspiel spielen, kam ich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück. Dann rätseln wir mal mit. Eva stirbt gebrochenen Herzens. Okay, wir haben hier verschiedene Szenen. Das heißt, wir können die auch hinterlegen. Wir haben einmal Liebe. Das heißt, die hier verlieben sich. Dann stirbt natürlich Adam. Und dann stirbt sie mit gebrochenem Herz. Also noch ist easy. Das wird safe noch komplizierter. Das wird safe noch komplizierter. Hätten wir das auch geschafft. Dann Jenseits. Begegnung mit dem Geist der Liebe. Ihr seht das gar nicht. Soll ich die Kamera mal ein bisschen verschieben? Pass auf, das mache ich ja selten. Aber soll ich mal die Kamera hier... Pass auf, ich schieb die mal hier oben hin. So, dann seht ihr wenigstens alles, ne? So, das hier oben ist noch nicht abgehackt. Nee, okay. Gut. Begegnung mit dem Geist der Liebe. Mit dem Geist der Liebe? Der Geist der Liebe? Das heißt, einer muss wahrscheinlich sterben. So zum Beispiel. Und dann... Ach, ich kann Adam wieder auswählen. Ach, jetzt ist er ein Geist, weil er vorher gestorben ist. Und sie begegnet jetzt dem Geist der Liebe. Wunderschön. Okay, damit hätten wir Kapitel 1 abgeschlossen. Okay. Zeremonie. Achso, drei von 51? Okay, da sind wir noch nicht. Wir sind erst bei Herzensbruch, Kapitel 2. Heilung. Ach du Heilige. Bernhard! Ein gebrochenes Herz wird geheilt. Ach du Heilige. Hochzeit. Erstmal gucken, was die denn so alles drauf haben. So, heiratet ihr jetzt einfach, wenn ich euch da hinstelle? Bernhard und Edgar. Ah, Bernhard und Edgar können ja verheiraten. Okay. Und dann stirbt... komm, Bernhard muss leben. Aber Edgar geht drauf. Aber dann heiratet er wieder, denn er liebt natürlich... Einer Liebe, nicht der Liebe. Pardon. Das wird
Ohne Tote? Was? Ein gebrochenes Herz wird geheilt ohne Tote? Achso, das ist so eine Bonusaktion. Okay, sagen wir mal, er stirbt nicht. Sagen wir mal, er stirbt nicht, sondern... Er heilt... Pass auf, die sind verheiratet. Jetzt heiratet sein Arsch einfach sie hier. Leider nicht, denn er ist ja noch verheiratet. Ein gebrochenes Herz wird geheilt, ohne Tote. Pass auf, hau mich mal hier so komplett weg. Ohne Tote. Ein gebrochenes Herz. Wie kann denn ein Herz brechen, ohne dass jemand stirbt? Wenn die beiden heiraten, dann heiratet sie, sie liebt aber ihn. Können die nochmal heiraten? Keine. Aber wie kann ich ihr Herz... Ich will ihr Herz brechen. Wie kann man denn ihr Herz brechen? Aber... Ach, guck mal, jetzt ist sein Herz gebrochen. Und jetzt heiratet er, aber sie. So nämlich. Was für keine Rätselskills. Was? Ha? Hell yeah. Okay, das war erst das zweite Kapitel Nummer 1. Wunder. Ein gebrochenes Herz wird geheilt. Schon wieder. Wiederbeleben. Okay, das ist ja eigentlich ganz easy. Das heißt, die beiden heiraten hier. Da gönnt euch. Dann stirbt Ette hier. Dann wird sie hier aber wiederbelebt. Und dann heiraten die einfach wieder. Was sagen wir dazu? Also, würde ich sagen, war clean umgesetzt, oder? Unglücklich. Alle lehnen Edgar ab. Och, Edgar. Oh, Bärchen. Was ist denn da? Achso, ich muss erst eine Szene machen. Okay, Edgar, mit wem würdest du denn heiraten? Du heiratest sie? Du würdest ja alles heiraten, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und was ist, wenn du vorher stirbst? Und dann einfach... Wollen die auch deinen Geist heiraten? Oh. Wollen sie nämlich nicht? Oh. Wollen sie nicht? Aber Bernhard, enttäusch mich nicht. Doch. Guck mal, jetzt haben sie doch alle ihn abgelehnt, oder? Fehlt noch jemand? Nö, die haben ihn alle abgelehnt. Ja, muss ich die anderen 10 auch noch füllen? Aber ist doch, oder? Wupsi, nein. So. ist ihm so ralle, dass er gestorben ist. Ist ihm so egal. Ist ihm so egal, dass er gestorben ist. Hä, was soll ich damit, hä? Mir doch scheißegal. Alle lehnen Edgar ab. Warte mal. Das ist wahrscheinlich ablehnen. Das ist wahrscheinlich einfach so, ne, ich heirate doch keinen Geist oder sowas. Was ist, wenn die hier erst einmal heiraten? Dann, man könnte auch sagen, total egal. Dann, gilt das jetzt schon als abgelehnt? Wahrscheinlich, ne? Pass auf, und jetzt stirbt er hier nämlich. Jetzt stirbt Edgar. Sie ist natürlich traurig. Und jetzt muss sie ihn auch ablehnen. Nee, noch nicht ganz. Das heißt, wahrscheinlich, genau, die anderen müssen wahrscheinlich auch erst heiraten. Ich dachte, ich krieg das irgendwie auf meine Art hin, aber nein. Alle müssen einmal heiraten. Das heißt, die hier heiraten einmal. Dann, er wird ihn aber auch wegheiraten, oder? Warte mal, ich habe ja nur die Charaktere. Die hier heiraten ja nicht, ne? Nee, die sind ja schon verheiratet. Aber er will ihn ja heiraten. Das heißt, wie kriege ich ihn dazu, dass er Edgar ablehnt? Er, warte mal, wenn sie hier vorne bringt mir aber auch nichts, ne? Wenn sie stirbt, also wenn einer von den beiden drauf geht, dann ist ihr Herzchen gebrochen. Wird sie denn wieder heiraten, sag mal? So mal rein theoretisch. Würdest du einfach Rätselskills? Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Achso, sie ist ja tot, ne? Also sie wird sie wahrscheinlich nicht wieder heiraten. Edgar, mein Bester. Du willst einfach wieder heiraten, so, zack. Was ist da? Das war wir jetzt, also komm. Du warst über ein ganzes Kapitel hier oder eine ganze Seite.
Warst du verliebt und dann auf einmal so? Auf einmal so, nö? Aber wie kriege ich die anderen dazu, dass die Edgar ablehnen? Ich stehe gerade mega auf dem Schlauch. Ich dachte halt, ablehnen wäre, dass wenn Edgar stirbt, dass, ich dachte, das hier wird schon als Ablehnen gelten, wisst ihr? Dass das schon Ablehnen wäre. Aber das gilt ja hier nicht als Ablehnen. Ja, du bist immer noch hier in deinen... Also, wenn er einfach stirbt, ha? Ha? Moin, Locke. Wir spielen Storyteller. Wir müssen die Geschichte von da oben nachspielen. Es gibt wahrscheinlich mehrere Wege zur Lösung und ich finde gerade keinen davon. Jetzt wird Edgar abgelehnt. Genau, so wird er abgelehnt. So würde er abgelehnt werden. Zumindest von ihr. Warte mal, ich hab... Ja, nevermind. Nevermind, yo, stimmt. Ja, sie ist tot, ne? Wie kann ich sie denn... Also ich müsste ja einen von den zweimal verheiraten. Was denn, wenn sie hier nicht stirbt? Ja, dann funktioniert das hier alles schon wieder nicht mehr. Shit. Ah, Dreierbeziehung mit Edgar ist nicht dabei vielleicht. Ja, die können... Sie kann nicht wieder heiraten, ohne dass ihr Partner hier nicht stirbt. Das heißt, wenn sie hier nicht stirbt, dann kann sie nicht jemand anderen heiraten, weil sie ja noch verliebt ist. Du kannst auch ganze Szenen verschieben. Ja, das stimmt. Die Frage ist, was mir das hilft. Ja, das bringt mir leider nichts. Ja, Das heißt, die sind verheiratet, dann heiraten die nochmal. Ich kann sie nicht wieder auferstehen lassen. Warum hänge ich denn jetzt an der einen Scheißding hier? Ja, Edgar wird abgelehnt. Edgar ist aber da schon verliebt. Warte mal. Pass auf. Ich glaube, ich hab's. Eventuell bin ich dumm. Eventuell habe ich es aber auch. Pass auf, Edgar heiratet. Nein, ich bin dumm, das funktioniert nicht. Das funktioniert nämlich nicht, so wie ich mir das vorstelle. Ja, das funktioniert nicht. Ja, nee. Bevor sie sterben. Ah, sorry, ich bin dumm. Was soll ich denn machen? Was erwartest du denn hier von mir? Ihr dürft jetzt auch, also ab jetzt habt ihr die Erlaubnis, mehr zu Backseat gamen. Wenn ich sonst sage, ich komme nicht weiter oder sowas, versuche ich immer selber noch ein bisschen zu knobeln. Ja, du bist ja tot, du darfst ja nicht so früh sterben, das funktioniert ja schon mal nicht. Hör auf deinen Zuschauer. Okay, ich höre auf meine Zuschauer. Was sagen sie denn? Bevor sie sterben? So, auf die beiden heiraten. Setzen wir erstmal einen Status Quo. Die beiden heiraten, sie stirbt. Geh erstmal weg hier. Ich öffne nochmal drei neue Trauzeugen hier. Dann heiratet sie den guten Bernard. Dann würde Bernard ihn ablehnen. Dann würde sie ihn auch ablehnen. Aber die beiden würden ja immer noch... Die Sterbeszene eine später. Stimmt. So. Warte mal. Jetzt sie lädt ihn ab. Das heißt, jetzt könnte sie... Sie mag jetzt aber sie... Aber die beiden, ah, sie ist ja ein Geist, ne? Sie muss ihn auch noch ablehnen vorher. Das heißt, der hier kommt noch einen später. Das heißt, sie lädt ihn ab. Ich muss mal ganz kurz sortieren. Sie lädt ihn ab und Bernard müsste auch noch jemanden heiraten. Und zwar nicht ihn, sondern Bernard heiratet jetzt sie. Und Bernard würde dann nämlich auch ihn ablehnen. Scheiße. Oh. Ich bin erst im ersten Kapitel, Leute. Neben zweiten. Moin, Gägel. Stream ist illegal ohne Rundfunklizenz? Nee.
erst ab 20.000 durchschnittlichen Zuschauern. Das erreichen wir ganz knapp noch nicht. Ich weiß nicht, wie viele gerade gleichzeitig zuschauen, aber ich glaube, wir sind ganz knapp noch unter den 20.000, oder? Das war aber auch eine Geburt. Unglücklich, kannst du mal laut sagen. Boah, Kummer. Oh nein. Überlebende Partner finden Trost. Geschichten können weniger Bilder enthalten. Okay, heißt, ich muss nicht alle füllen. Locker schaffst du das. GSR, das ist Captain Moin. Was geht ab? Wow, kann mich echt gut mit Edgar identifizieren. Der scheint sympathisch. Oh. Ich kann mich mit Bernard identifizieren. Fühl ich. Überlebende Partner finden Trost. Überlebende Partner, das ist ja Plural. Das heißt, die beiden heiraten jetzt erstmal und dann heiraten die beiden. Dann stirbt natürlich er hier und dann stirbt natürlich von den beiden stirbt auch sie. So, dann sind die beiden Mädels tot, aber die Boys denken sich, freaking finally, hell yeah. Es schauen aktuell 10 Leute meinen Stream, hey crazy. Hi an alle 10 Leute, moin, herzlich willkommen. Okay, das war, ich dachte, es wird jetzt immer schwieriger, aber das war auch noch in Ordnung. Das war auch noch in Ordnung. Okay. Nee, Zeremonie, ich will nicht mal ganz ans Ende springen. Wait, warte mal. Ich wollte schon den nächsten. Romane. Letztes Kapitel? Was für letztes Kapitel? Ach, ich bin hier ganz hinten. Hör, nein. Letztes Kapitel? Warum letztes Kapitel? Letztes Kapitel? Moin, Joles. Kann ich auch irgendwie weiter nach vorne gehen? Kapitel 12? Kapitel 11? Kapitel 7? Kapitel 6? Kapitel 5? Kapitel 4? Kapitel 3? Kapitel 2? Kapitel 3? Offenbarung. Erscheinungen. Edgar schockiert sich selbst. Okay, das heißt, Edgar stirbt. Dann vergisst Edgar, dass er gestorben ist. Und dann sieht sich Edgar im Spiegel und ist verwundert, dass er gestorben ist. Das Spiel sieht... Ich bin auch am Überlegen, ob es interessant oder einfach nur weird aussieht. Ja, es ist interessant. Es ist interessant. Es ist... Also, bislang gefällt es mir echt gut. To be honest. Also, das war jetzt schon wieder so ein Zack-Moment, wo man sich echt denkt, boah, ich bin ein Genie. Es war aber auch nicht schwierig. Enttäuschung. Okay. Von Partnerin abgelehnt. Okay. Er wird von einer Partnerin abgelehnt. Das heißt, die beiden heiraten, ja? Dann stirbt Edgar. Dann heiratet sie nochmal. Dann wird Edgar wiederbelebt. Und dann denkt er sich, oh! Bam! Bam. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Und dann stirbt sie. So, damit ihr Herz wieder gebrochen ist. Man muss ja also... So, es muss ja auch irgendwo... So okay. Wiedervereinigung. Im Herzen gebrochene Partner wieder vereint. Im Herzen gebrochene Partner wieder vereint. Das heißt, die sterben einfach beide. Das heißt... Er stirbt. Sie stirbt. Ne, jetzt stirbt er zweimal. So rum. Aber sein Herz ist gerade nicht gebrochen. Er schwebt über den Dingen. Er schwebt so ein bisschen über den Dingen. Oh, yo, Miko, geh mal schön Fotografen fotografieren. Ist auch ganz wichtig. Von denen gibt es viel zu wenig Fotos. Und Buschi. Dankeschön. Buschi kommt mit Tosen und Applaus zurück. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, die Einkaufen-Werbetour war erfolgreich. Herzlich willkommen zurück. So, das heißt, deren beides Herz muss gebrochen sein. Was ist denn, wenn... Wenn Ette jetzt hier erstmal wiederbelebt wird... Und dann stirbt sie... Sie stirbt... Jetzt ist sein Herz auch gebrochen. Und jetzt können die beiden... Nee, jetzt muss er auch erstmal sterben. Weil Geist und Mensch versteht sich nicht so gut, aber Geist und Geist ist genau deren. Jetzt sind sie wieder vereint als Geister.
The Brain im Jenseits. Oh, es gab auch eine andere Lösung? Aber wie? Warte, kann ich in einer Wiederbelebensszene einfach beide... Ach nee, sie könnte wiedergekommen und so... Ach so, okay. So würden natürlich beide am Leben sein. Okay, verstehe. Stimmt. Gut, cool. Aber direkt die Bonusaktion mitgemacht. Okay, Kapitel 3, Erscheinungen. Und jetzt sind wir beim vierten Akt. Und zwar Verhängnis. Herzschmerz für alle. Oh, hell fucking yeah. Finally. Okay, das heißt, ihr beide macht erstmal knicki-knacki. Dann breche ich erstmal dein Herz, weil Etiche stirbt. Dann heiratet ihr beide. Wunderbar. Und jetzt wird's interessant. Jetzt breche ich, weil ihr Herz ist schon gebrochen. Jetzt breche ich ihr Herz. Und jetzt muss noch sein Herz gebrochen werden. Wie breche ich denn jetzt noch sein Herz? Ah. Und Ghost geht die Hausaufgaben vom Hund essen. Wunderbar. Ah, wie breche ich denn jetzt noch sein Herz? Warte mal, bevor ich das hier mache, bevor ich... Nein, nein, sie darf ruhig da rein. Wenn ich die Szene ein weiterschiebe und vorher... Sie ist ja jetzt wieder... Er muss ja vorher wiederkommen. Er muss vorher einmal wiederkommen. So, jetzt ist er wieder da. Und dann möchte er wieder zu seiner alten Ische. Und jetzt sind alle gebrochen. Yes, let's go. Und alle Herzen sind gebrochen. Spezialität von mir. Okay. Nice, das hätten wir auch. Nächstes Kapitel. Oh, der Keller. Okay. Lenora trinkt Gift. Das ist alles? Ja, gönn dir. Okay, okay, okay. Pass auf, musst du zuerst hier heiraten. So, und dann stirbt dein Kollege. Und jetzt dachte der, jetzt ist vorbei. Das ist Romeo und Julia. Das ist... Da bekommt Herzensbrecher eine ganz andere Bedeutung. Ah, okay. Na, Miko ist wieder da. Und hat allen modebewussten Sockenwürmern gestrickt. Genau so rum. Tragödie. Doppeltes Gift. Okay, jetzt gehen wir wirklich in Romeo und Julia rein. Habt ihr eigentlich mal Romeo und Julia gesehen oder gelesen oder so? Ich habe mal eine Bühnenaufführung von Romeo und Julia gesehen, aber in modern gemacht, also von der Schule aus. Ja, aber okay. Kannte ich immerhin die Story. doppeltes Gift. Was ist ein doppeltes Gift? Dass beide Gift trinken oder dass einer zweimal Gift trinkt? Rätsel plus sadistisch und pessimistisch. Doch ich sehe, warum das ein nice Spiel ist. Ja. Doppeltes Gift. Soll ich einfach sagen, yo Bruder, ihr beide heiratet, ja? Pass auf, Edgar, mein Bester, es tut mir sehr leid, aber deine Ische stirbt leider, ja? Und dann denkst du dir, dann denkst du, jo, das war's. Scheiße, gönn mir. Und dann kommst du aber wieder... Und dann, denke ich, kann es mich nicht aufhalten, von Gott wiedergeholt und entdeckt, ja. Und direkt die Bonus-Ding, jemand trinkt zweimal Gift. Er ist nicht aufzuhalten. Er ist einfach nicht aufzuhalten. Aber pass auf, wir können, wir sind ja nicht cruel, pass auf. Er kommt wieder und er sieht, er besucht einfach nochmal das Grab. Und dann denkt er sich, jetzt aber. Okay. Gut. Jemand trägt zweimal Gift? Wunderbar. Okay, Zorn. Romeo habe ich seit der dritten Klasse nicht mehr gesehen. Julia arbeitet bei mir im Büro. Oh. Das alternative Ende zu Romeo und Julia. Fand ich auch so viel interessanter. Isobel heiratet wieder. Isobel, was ist denn Isobel für ein Name? Habe ich noch nie gehört. Haben mal das Romeo und Julia mit dem Gartenzwergen geschaut. Mit den Gartenzwergen? Kenne ich nicht. Kenne ich leider nicht. Okay, aber Isobel heiratet wieder. Das heißt, es impliziert ja, dass sie schon einmal geheiratet hat. Wein? Was macht ein Wein? Bist du jetzt betrunken und trinkst einfach Gift? Nee, du bist einfach nur
Warum guckst du das Gift so? Hä, was ist denn? Warum stierst du das nur so an? Ach, du bist jetzt wahrscheinlich betrunken und gönnst dir jetzt, boxt ihn einfach richtig. Okay, ihr habt jetzt einen richtig dicken Streit. Und jetzt, gönnst du dir ein bisschen... Du willst ihn vergiften? Okay, jetzt jetzt ist er vergiftet. Das muss ich nochmal sehen. Jetzt ist er vergiftet. Und jetzt denkt sie sich... Hell yeah! Gönnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt der schnellste Weg war, aber es war ein Weg. Ist so eine Kinderversion. Ah, okay. Ich habe die auf TikTok gefunden und wusste, dass ich deine Videostreams mögen werde. Hey, das freut mich. Herzlich willkommen. Das ist schon mean. Ja, aber guck mal. Also, wenn es mal aus ihrer Perspektive betrachtet, ja? Sie heiratet, ja? Und dann gönnt sie sich einfach ein bisschen Alkohol und dann macht er sie halt von der Seite an. So, aus dem Nichts. So, aus dem Nichts. Er sagt dir nur, ey, trink doch mal weniger. Und du bist so, nee, ist nicht. Und dann siehst du so eine Flasche mit einem Totenkopf drauf und denkst dir, ja, guck mal, ist grünes, ja, ein bisschen Mischmasch und so und mal gucken, was passiert. Und am Ende bist du glücklich. Da ist doch easy. Weiß nicht, wohin ich mit der Story wollte, aber am Ende war sie doch glücklich. Darum geht es doch. Also, sind wir mal ganz ehrlich, was mit Edgar ist, komm, das ist doch... Kann sie eigentlich ihr eigenes Gift trinken? Ah, nee, sie weiß, dass es Gift ist. Okay. Na gut, sorry Edgar, man sieht sich. Neid, oh. Isobel begeht ein Verbrechen. Also ich meine, das ist ja... Edgar, es tut mir wirklich leid, Edgar. Aber du musst leider. Ah nee, sie macht daraus ja kein Gift, ne? Was wäre denn, wenn... Wenn die beiden heiraten und Isobel denkt sich, Bruder, nee, du gehörst mir. Ich brau dir jetzt einfach mal ein ganz geschmeidiges Gift. Ich will aber eigentlich, dass Edgar stirbt. Immer alle auf Edgar. Ja, ich will, dass er stirbt. Wie mache ich denn jetzt, dass er stirbt und nicht sie? So rum ist das. So, sie will nämlich sie heiraten. So, Isobel ist richtig gallig auf Leonora. Nee, auf Lenora. Und dann gönnt sich Edgar ein Schlückchen von dem hier. Aber alle sind dem Untergang geweiht. Ist der hier weiter vergiftet? Aber alle sind dem Untergang geweiht. Wie kriege ich alle, dass alle sterben? Oder nur geweiht. Das heißt ja nicht, dass alle sterben müssen, nur dass sie dem Untergang geweiht sind. Heiraten die dann einfach? Ja, die heiraten einfach. Lenora ist ja wirklich, also, das kleine Flittchen. Ja, scheiß drauf, egal. Ach so, warte mal, was ist, wenn sie das dann trinkt? Ist der nächste dann auch noch giftig? Nee, das ist dann jetzt nicht mehr giftig. Sie braucht dann... Sie trinkt das Gift dann selber, weil ihre Ische tot ist. Und er hier gönnt sich dann auch, weil seine Ische... So nämlich. Hell yeah. Wusste ich nicht, dass sie das Gift einfach selber schlurpen können. Ich dachte, ich muss das erst immer in Wein kippen, aber wenn die sich selber wegjieten wollen, dann von mir aus. Okay, das war's mit dem Keller. Schönheit, Kapitel 5. Bluch, Arglist, Konkurrentin, Inklusivität. Es wird ja immer schwieriger von den Begriffen her. Okay, der Fluch ist gebrochen. Oh, Hexe, Schneeli und Prinz. Oh, es war einmal eine Hexe, die hat einen Prinzen verwandelt in einen Frosch. Dann küsste sie einen Frosch. Dann küsste sie eine Hexe. Oh, gib doch auch mal ein Küsschen. Was ist denn da los? Müssen die sich vorher kennen? Was ist, wenn die sich vorher kennen? Warte mal. Die treffen sich erst im Wald. Schneeli und Prinz treffen sich im Wald. Dann verwandelt er sie in Frosch. Und dann...
Küss den Frosch, Mann. Come on. Gönn dir doch mal. Hab doch mal ein bisschen Spaß im Leben. Wie? Was ist, wenn... Okay, der Fluch ist gebrochen. Wie kriege ich Schneeli dazu, einen Frosch zu küssen? Die muss ja irgendwie wissen, dass er ein Frosch ist. Ich habe aber nicht genug Felder, um die beiden in Frösche zu verwandeln, oder? Doch, habe ich. Habe ich. Was ist, wenn die... Sag mal, die Hexe krallt sich sie und die Hexe hat aber dann ist auf der Killing Spree und gönnt sich noch jemanden. Und dann die beiden Frösche so... Ey, können die Frösche nicht mal... Also... Sind denn alle so verklemmt heutzutage, Mensch? Meine Güte. Okay. Der will auch nicht. Aber warum denn nicht? Okay, wenn die sich jetzt nochmal im Wald begegnen... Aha, die müssen sich erst im Wald begegnen. Weil auf dem Boot kann der Frosch natürlich ihm nicht sagen, dass er das ist. So. Das geht natürlich nicht. So. Beide Frösche, nö, nö, nö. Aber wenn die sich vorher mal begegnen, weil das kann man nur im Wald erzählen, dass man ein Frosch ist. Das geht nicht hier auf dem Schiffchen. War mein Fehler. Tut mir leid. Arglist. Prinz rettet Winsley. Oh, Winsley. Okay, Prinz rettet Winsley. Okay, pass auf. Die Hexe verwandelt Schneeli. Pass auf. Ich hab was hier ausgekocht. Der Prinz sieht jetzt, weiß jetzt, dass der Frosch Schneeli ist. Ah, ich habe nicht genug Felder, um das zu machen, was ich eigentlich machen wollte. Ich dachte, dann verwandelt die Hexe... Doch, das passt. Die Hexe verwandelt jetzt auch Winsley in einen Frosch. Und jetzt setzen wir ihn da rein. Und er denkt ja jetzt, der Frosch wäre sie. Aber der Frosch ist eigentlich er. Bäm. Hell yeah. Okay. Gut. Wunderschön. Ist einfach wunderschön. Konkurrentin. Aha. Hexe wird zum Liebling des Spiegels. Okay. Das heißt, die Hexe guckt in den Spiegel und der Spiegel sagt so, Bruder, hier Schneeli ist nämlich die schönste im ganzen Land. Und die Hexe ist dann hier so ein schönen, ist sich dann am Verwandeln, geht dann in den Wald, knallt sie in den Frosch, geht dann wieder zum Spiegel. Der Frosch ist immer noch schöner? Ach, die muss jetzt wieder hübsch werden, ne? Da würde ich aber also... To be honest, der Frosch ist schon schöner als die Hexe. Also sind wir mal ehrlich. Sind wir mal richtig ehrlich. Okay. Die Hexe verwandelt sich wieder in einen Hübschit. Und jetzt ist der Spiegel so... Hell yeah. Das Pampelmusenmonster ist deine heilige Gestalt. Das ist aber schön. Das ist aber echt schön. Alles klar, locker, hau da rein. Schön, dass du da warst. Unlock ist aber das falsche Moment. Unlock ist, wenn du wieder da bist, MC Locke. Inklusivität. Der Spiegel preist jeden. Eine Klippe? Was macht man denn? Hasli. Ach, die stehen auf... Ich dachte, der schubsen runter. Nö. Okay. Und Fröschli. Okay, der Spiegel preist jeden. Er ist schöner. Ist er denn auch schöner? Ja, er ist der Schönste. Okay, das heißt, er ist der Schönste. Dann stellt er sich hier an der Klippe und Hasli denkt sich, du bist schöner als ich. Bam, Junge. Und jetzt denkt sich nämlich der Spiegel, oh, Bruder, du bist der Schönste. Nee, warte, jetzt muss... Oh, der Frosch will auch der Schönste sein. Ist wirklich schon spät. Ordnung muss sein, ne? Also klapp mal schön die Bürgersteige hoch, Locke. Und jetzt der Frosch nämlich traurig und Hasli denkt sich, boah, hier an der Klippe habe ich gerade einen Mord begangen. Stelle ich mich mal genau dahin. Der Frosch hat nicht die Eier, es zu tun. Kann eigentlich er wiederkommen? Oh, und jetzt steht Frosch vorm Spiegel und so nämlich. Okay. Der Spiegel preist jeden. Ja, haben wir tatsächlich hinbekommen. Hätte ich nicht gedacht. Und dann einfach, weil wir es können. Nee.
Der Frosch hat einfach keine Angst. Der Frosch ist einfach so, aber cool mit allem. Er ist ja entspannt. Kann ich hier noch irgendwas Spannendes machen? Was, wie hübsch findet denn der... Hat da gar keine Worte zu. Ah, der Spiegel findet ihn einfach zweimal toll. Okay, gut. Hätten wir das auch geschafft. Nächstes Kapitel. Prinz rettet Winsley. Ja, aber das hatte ich doch schon. Achso, ich habe aus Versehen wieder draufgeklickt, ne? So, Herrenhaus. Oh, es wird brutal. Mord. Des Butlers Zorn. Herzogin Herzog. Also, Ballsaal. Achso, der Butler will ihm was geben und der Herzog ist so, es ist immer der Butler oder der Gärtner, so ist es. Und der Butler denkt sich jetzt, das war's, ich schnapp mir die Waffe, der fragt noch einmal nach dem Drink, einmal noch und jetzt wird er... Aber... Boah, der knallt ja einfach drauf los, hä? Juckt den, hä? Hä? Aber... Nein, es ist immer der Butler. Die haben die Gärtnerlüge erfunden. Oh. Aber ist der Butler jetzt nicht wütend? Oder muss der Butler erst noch richtig wütend werden? Sagen wir mal, er will ihr auch noch was geben. Nee, der darf nur die gleiche Mimik. Was, wenn er dem Herzog nochmal? Oder muss der Butler einfach dreimal was Falsches bringen? Nee, der ist immer gleich angepisst. Was macht ihr eigentlich mit der Waffe? Du streichelst die Waffe, okay. Und du willst mit der Waffe nichts zu tun haben. Des Butlers Zorn. Also du kannst die Waffe auch wieder zurücklegen. Oh, das wird später safe noch interessant. Und er denkt, ja, wo ist denn die Waffe? Bist du auch so... Du bist einfach nur ein Killer. Guck mal, ich muss gar nichts machen. Der Butler muss einfach nur die Waffe nehmen und ist direkt so, bam, Junge. Und dann denkt sich der Butler, du auch noch. Nee, warte, falsch. Ballsaal. Okay. Der ist einfach sauer. Der ist einfach sauer. So, der Optik her. Hat er einfach verdient. Der ist einfach Waffe. Herzog spürt Erleichterung. Das heißt, der Butler nimmt ja die Waffe. Dann sieht der Herzog, dass die Waffe weg ist. Dann tut der Butler die Waffe aber wieder zurück, weil er sich denkt, na, ist nicht, ich fühl's doch noch nicht so. Na. Und dann sieht der Herzog, ach, die Waffe ist wieder da. Nichts leichter ist das. Fingerabdrücke. Detektiv verhaftet Mörder. Okay, das heißt, wir machen Folgendes. Der Butler gönnt sich natürlich die Waffe. Der Butler erschießt den Herzog. Der Butler tut die Waffe zurück. Der Detektiv sichert die Fingerabdrücke. Und der Detektiv verhaftet den Butler. Hell yeah. Hell yeah. Es war halt echt immer der Butler. Die Armen. Unschuld. Detektiv verhaftet Unschuldigen. Unschuldigen. Ich bin trotzdem dafür, dass der Butler verhaftet wird. Ob schuldig oder nicht, ist mir erstmal egal. Das heißt, wenn der Herzog einmal die Waffe anguckt, der Detektiv... Ah, mit der Waffe ist noch nichts passiert, deswegen untersucht er die noch nicht. Okay. Was machen die beiden eigentlich im Ballsaal? Nur mal so interesseshalber. Er ist auch angepisst. Er ist angepisst, wenn er was Falsches bringt, und er ist angepisst, wenn die nichts wollen. Och Mensch. Kennst du das Lied Alter Mann von Knokator? Ja, aber natürlich. Zum Glück bin ich ein alter Mann. Das geht mich alles nichts mehr an. Auf dem Balkon hab ich es gut. So, pass auf, er nimmt die Wumme. Und er erschießt den... Ja, okay, dann ist der Butler zwar... wird verhaftet, obwohl er...
Der Herzog wird verhaftet, obwohl er unschuldig ist. So können wir das machen. Ich würde gerne, dass der Butler verhaftet wird, aber das kriege ich gerade geistig nicht hin. Oha, und Mikro ist einfach zu schön für diesen Stream. So wie du das gerade gemacht hast, hat es mich mega an den Song erinnert. Pass up. Sag mal, der Ballsaal sieht doch... Nee, der Ballsaal sieht aber gleich aus. Dann erschießt der Butler die Herzogin. Weil den Herzog darf er nicht. Weil der muss ja noch... Die Waffe tut er dann natürlich zurück. Die Waffe toucht dann natürlich der Herzog einmal an. Und dann kommt der Detektiv daher, untersucht die Waffe, sagt, oh, der Herzog hat da Fingerabdrücke drauf gemacht. Und dann... Oh. Clean. Daniela steht auf Jonas. Jonas steht auf Annika. Aber Annika nicht auf ihn. Denn er ist bereits der Freund ihrer besten Freundin. Zum... So, Kronen in der Triege. Rivalen. 4 Todesfälle. Okay, der Ritter. Boah, der Baron ohne zu zögern. Ha! Okay, der Baron stößt den Ritter runter, weil er hat einfach Bock drauf. Dann wird aber der Ritter wiederbelebt. Und der Baron ist wieder Brain des Todes, stellt sich an eine Klippe. Der Ritter wird wiederbelebt. Ne, er muss gar nicht wiederbelebt werden, ne? Warte mal. Der stellt sich an eine Klippe und wird dann vom Geist runtergejagt. Und dann wird er wiederbelebt, stellt sich an eine Klippe, wird runtergejagt und dann, erschrecken die sich gegenseitig. Vier Todesfälle. 1, 2. Wie kriege ich denn jetzt noch mehr Todesfälle hin? Sagen wir mal, er kommt wieder. Und er schreckt sich dann wieder. 1, 2, 3, 4. Nevermind, ich bin Julie. Alles gut. Alles gut. Ich habe nie an mir gezweifelt. Wunderbar. Next. Die Königin heiraten. Ich kann doch so einfach weitergehen. Ist deutlich einfacher. Die Königin heiraten. Ja, dann heirate doch einfach. Die Königin will nicht, okay. Die Königin will gar nichts. Was will die Königin denn? Die will sich selber? Ja, dann mach doch. Wenn du schnell genug bist, schaffst du es vielleicht. Okay. Machen wir noch nicht. Sagen wir mal, die Königin wird entführt von dem Baron. Und der Ritter rettet sie aber. Und jetzt denkt sie sich, oh Bruder... sorry, ihr müsst nicht im Knast heiraten. Jetzt ist soweit. Jawohl, ja! Die Königin hat geheiratet. Ich wollte eigentlich so weitergehen. Egal. Thronräuber. Alle sitzen auf dem Thron. Das heißt, sie sitzt auf dem Thron. Sie ist ja die Königin. Der Baron stößt sie aber von der Klippe. Und dann sitzt... Nee, der Ritter stößt sie von der Klippe. Der Baron stößt sie erstmal von der Klippe und dann sitzt der Baron auf dem Thron. Der Baron auf dem Thron, dann stellt sich der Baron irgendwann. Irgendwann muss man nochmal aufhören, an die Klippe zu gehen, oder? Dann fällt sie runter und jetzt ist er auf dem Thron. Hey. Und er ist traurig. Oh, keine Sorge, mein Bester, du darfst auch noch. So. Das muss keiner leiden. So. Okay. Die Königin heiraten. Verschleiern? Was ist denn verschleiern? Oh no. Oh. Oh no. Okay, ich sehe, wo das Spiel hin möchte, aber wir machen es andersrum, ja? Pass auf. Der Baron entführt die Königin, dann verkleidet sich der Baron, befreit die Königin und dann heiratet die Königin den verschleierten Baron. Es war sogar ein Bonus-Dings, ein furchterregenden Drachen. Ja, cool. Na gut, von mir aus. Oh, Gagel, das Lurk hat irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum. Und dann legt der Baron das Ding ab und die beiden sind im Zoff. Okay, von mir aus.
So, dann hätten wir das auch geschafft. Bauski würde das Kanon singen. Ich kann mal eingehen. Das Kanon singen mit sich selber zu langweilig. Na gut, Geheimnisse, Kapitel 8, Drache Beste. Ich frage mich, wie lange so eine Beziehung gut gehen kann. Ich meine, maximal bis zum Bett, oder? Danach ist ja so, nee, ich muss das anlassen. Ich habe übrigens gewonnen bei Steinpapier. Hashtag Gewinnertyp, so ist es. Und dabei hast du Kanon gesungen. Stelle ich mir wie richtig geilen Abend vor. Geheimnisse, ertappt. Detektiv verhaftet Mörder. Ja, ich meine, der Butler ist ja richtig gar nicht auf die Waffe, das wissen wir ja. Und der Butler killt dann einfach ihn. Und als Zeugen hat der Detektiv es dann gesehen und dann verhaftet der Detektiv natürlich den Butler. So rum? Ah, okay, verstehe. Okay, der muss erst durchgucken, damit er es sieht. Benjamin Blümchentorte ist noch etwas gefroren. Passt das? Oh, Benjamin Blümchentorte hatte ich so ewig nicht mehr. Aber das passt, keine Sorge. Die kann ruhig noch ein bisschen gefroren sein, das muss. Butler wird gefeuert. Das heißt, der Herzog guckt durchs Loch. Kann er hier auch durchgucken? Wie der Butler im Ballsaal mit der Waffe rumtänzelt. Und dann legt er die Waffe aber wieder zurück. Und dann treffen die beiden sich im Ballsaal. Ich bin nicht ein Genie? Benjamin. Also, ich will da ja gar nicht so durchspeedrunnen, aber das geht gerade so floppy-galoppy geht das gerade. Partnerin nimmt Rache. Partner oder Partnerin nimmt Rache. Das heißt, ja, der Butler gönnt sich natürlich wieder. Aber die Partnerin, die hier sieht natürlich, dass er Rache, dass er die Waffe genommen hat. Ne, er sieht nicht, dass er die Waffe genommen hat, aber er sieht, dass er ihn killt. Und dann tut er die Waffe wieder zurück, damit sie die Waffe nehmen kann und sie ihn dann umbringen kann. Ja, bam, Junge. Easy. Herzogin lässt Butler verhaften. Die Herzogin lässt den Butler verhaften. Die Herzogin lässt den Butler verhaften. Das heißt, der Butler nimmt einfach wieder die Waffe, einfach weil er richtig gallig drauf ist. Sie sieht, wie der Butler ihn umbringt. Das heißt, sie erzählt dann dem Detektiv, was geschehen ist. Und der Detektiv verhaftet dann... Aber der Herzog ist nicht daheim. Aber der Herzog ist nicht daheim? Aber der Herzog ist nicht daheim. Muss er die Waffe erst noch zurücktun? Nee. Mein TV ist stehen geblieben. Ich bin noch bei von vor einer Stunde. Ah, perfekt. Wunderbar. Aber der Herzog ist nicht daheim. Ah, wie der Herzog ist nicht daheim. Das heißt, das alles passiert dann ohne... Ich dachte, also wenn der Detektiv sieht, dass die Waffe fehlt, wird der Detektiv ihn verhaften. Was passiert denn, wenn der ihr begegnet? Wenn der Butler ihr begegnet, sie... Ah, okay, jetzt ist es alles ohne... Okay. So. Aber der Herzog ist nicht daheim. Ich dachte, ich müsste irgendwas Spannendes machen, aber okay. Das war... So. Kapitel 8, Geheimnisse, haben wir damit auch erfolgreich abgeschlossen. Dann sind wir bei Kapitel 9, Gerechtigkeit. Nummer 1, Verrat. Thronräuber stirbt. Hinrichten?
Okay, pass auf. Die Königin wird hingerichtet. Nee, die Königin will gar nicht hinrichten. Die Königin wird... Ich glaube, das Spiel ist nicht meins. Geh mal lurken. Alles klärchen. Das Spiel sieht mega witzig aus. Viel Spaß beim Bleiben. Ist doch schön. Okay, Bushi zählt aber nur kurz bis unendlich. Dann, das ist ja gut. Okay, pass auf. Er hier entführt sie. Er hier lässt sie aber wieder runter. Das heißt, sie lässt ihn jetzt hinrichten. Aber das können wir auch noch verschieben. Warte mal. Der muss ja erst auf dem Thron sitzen. Das heißt, er sitzt jetzt auf dem Thron. Und jetzt lässt sie ihn nämlich hinrichten. Ach, sie ist keine... Sie hat keine Krone mehr. Oh, sie hat dafür die Krone getraut. Aber nimm die doch wieder. Was, wenn du sie runterlässt? Nee, du lässt sie nicht runter. Kann ich verstehen. Okay, bockst du ihn dann einfach? Lässt du ihn dann hinrichten? Du willst ihn einfach hinrichten? Geschichte von hinten aufrollen, geht das? Sie meinen? Der Thronräuber muss sterben. Erstmal moin. Der Thronräuber muss sterben. Das heißt, wie Geschichte von hinten aufrollen. Du hast ja jetzt keine Autorität mehr, irgendwas zu tun. Stimmt, du hast keine Autorität mehr. Aber wenn ich es von hinten aufrolle, sie hätte ja so jetzt Autorität. Sie würde aber kein hinrichten einfach so. Das heißt, sie braucht einen Grund dafür. Thronräuber stirbt. Wie stirbt denn... Hinten anfangen mit dem Ergebnis. Ich verstehe nicht, was sie meinen. Es tut mir leid, ich bin dumm. Also erst den Thronräuber töten. Yo, Zubio, hau da rein. Schön, dass du da warst. Das müsste gehen. Also erst den Thronräuber töten. Aber wie soll ich den Thronräuber töten? Er hat die Krone. Er entführt sie. Er hat die Krone. Und wie töte ich ihn jetzt, ist die Frage. Warte mal, er wird ja ihn automatisch killen. Das heißt... Ah ne, er hat keine Krone, er hat jetzt keine Macht, um irgendwen zu killen. Wir gehen nochmal von vorne los. Er würde sie nicht entführen. Entführen, also... Er würde sie nicht entführen, das heißt... Er würde sie nur entführen. Dann sitzt er auf dem... Jetzt ist er ein Thronräuber. Königin und Baron und hinrichten an letzter Stelle. Königin und Baron? Also, so, jetzt ist er erst der Thronräuber. Das ist ja die Grundlage von allem. Jetzt muss er hingerichtet werden. Oder ist er schon Thronräuber, wenn er nur sie hier festhält? Weil wenn man jetzt ihn hier, jetzt rettet er sie wieder. Und jetzt wird er hier hingerichtet. Jetzt, er ist aber kein Thronräuber. Moin Dominik. Das heißt, er muss erst tatsächlich sich die Krone gönnen. Ist er jetzt schon Thronräuber? Kann man ihn jetzt schon als Thronräuber betiteln? Nee. Das heißt, er braucht erst tatsächlich die Krone. So. Und warte mal, wenn er dann noch entführt wird... Er wird entführt. Jetzt ist sie wieder die Königin. Und jetzt wird er wieder zurückgeholt. Aber sie hat keine Krone, sie holt ihn nicht zurück. Und er will ihn auch nicht zurückholen. Aber er könnte hingerichtet werden, oder? Aber warum hast du keine Krone? Ach, du musst dich erst wieder krönen, ne? Die Krone ist ja jetzt wieder da. Die Krone ist jetzt wieder da. So, und jetzt? Jetzt denkt sie sich, fein.
Durch die Hand des Ritters? Ich dachte, ich hätt's. Ich dachte, also ich meine, ich hab's auch, aber wenn, dann will ich ja alles mitnehmen. Durch die Hand des Ritters. Ich bin ein bisschen zu hell, ne? So, ich mache mal ein bisschen dunkler. Durch die Hand des Ritters. Durch die Hand des Ritters. So. Das heißt, der Ritter muss gekrönt werden. Das heißt, was ist, wenn wir das hier einfach rauspacken? Stückt euch mal. Dann entführt der Ritter. Warum bist du... Achso, du bist schon entführt, deswegen bist du die ganze Zeit da. Einfach nur Ritter und König austauschen am Ende? Jetzt habe ich schon weggemacht, shit. Moin, Alicia. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich schon weggemacht, verdammt. Aber das kriegen wir wieder hin, pass auf. So, Krone nehmen. Sorry. Einfach nur Ritter und König tauschen am Ende. Ach so, nee, er muss König sein, um jemanden hinrichten zu können. Er hier muss die Krone haben. Aber die Warte mal, was ist, wenn er sie hinrichten lässt jetzt? Pass auf, er lässt sie jetzt hinrichten. So. Und jetzt entführt er den Baron, schnappt sich die Krone und lässt aus Trauer ihn nämlich hinrichten. So nämlich. Oh. Majestät Miko, hi. Herzlich willkommen zurück. Boah, das macht Sinn. Das ist so schön, wenn es plötzlich Sinn macht. Habe ich selten solche Momente. Good job, danke dir. Ich fühle mich ein bisschen gut da. Es hat ein bisschen gedauert. Ritter verliert seinen Kopf. Der Ritter verliert seinen Kopf. Das heißt, der Ritter muss ja erstmal irgendeinen Scheiß anstellen. Ich gehe mal ganz vorne. Der Ritter entführt sie. Der Ritter entführt sie nicht. Weil der Ritter ist natürlich ein Netten. Sie würde wahrscheinlich auch nicht einfach so... Ja, ihr gehört die Krone, das ist schon ganz richtig. Aber was ist denn, wenn er stirbt? Würde sein Geist sie entführen? Nein. Aber eventuell würde nämlich... Ist das so Ralle? Ist das wieder so egal? Ist scheiße, ist er tot, ist mir doch egal. Scheiße drauf, was soll der Geiz? Sie würde ihn aber nicht einfach umbringen, ne? Nee, sie hat sogar ein bisschen Respekt davor. Würde sie ihn denn entführen? Nee, sie hat immer noch Schiss davor, okay. Würde sie ihn denn entführen? Nee. Nee, würde er nicht. Würde sie nicht. Sie ist ein Netten. Ritter verliert sein... Was kann der Ritter denn anstellen? Der Ritter muss ja sie irgendwie... Muss ja irgendwas mit dir machen. Was ist denn, wenn... Warte mal. Ich hab's. Let him cook. Sie stirbt. Sie ist RIP. Das heißt, die Krone gehört jetzt ihm. So, er ist aber traurig darum. Das heißt, jetzt wird sie wiederbelebt. Und jetzt entführt sie ihn, weil er die Krone hat. So, jetzt gönnt sie sich wieder die Krone. Und jetzt, um alle Spuren zu beseitigen, richtet sie ihn hin. Yeah, let's go. Oh. Ich sag ja, wenn es einmal Klick macht, macht schon Bock irgendwie. Meine Güte. Hell yeah. Okay. Hinrichtung. Jetzt erst. Ich dachte, wir sind schon die ganze Zeit beim Hinrichten dabei. Warum verfährt sich übrigens der Henker auf dem Rückweg? Er kennt nur die Hinrichtung. Okay, boah, war das schlecht. Hinrichtung. Badum, so ist es. Hinrichtung? Wird er sie einfach heiraten? Nö. Kann sie einfach vergessen? Nee, sie vergisst nichts. Hinrichtung. Okay, muss los. Wow, ja, sorry, Leute. Sorry, wir sind die Qualität gewohnt. Hinrichtung.
Wie bringt man die dazu, sich gegenseitig hinzurichten? Er wird sie ja einfach entführen. Und er vergisst dann, dass er sie entführt hat und lässt sie wieder runter, weil er denkt, ah, ich bin mal netten. Und sie denkt sich, ich werde dich jetzt mal einfach ganz geschmeidig hinrichten. Hinrichtung der Königin? Kann er einfach vergessen, dass er tot ist? Wenn du ein Video zu Hot Wheels Stunt Track Driver aus dem Jahr 1999 machst, ist das ein Videospiel? Dann gucke ich mir das bestimmt mal an. Kann ich jetzt nicht versprechen. Ich habe noch ein paar andere Sachen in der Pipeline. Aber von mir aus. Okay, Hinrichtung der Königin. Das heißt, ich muss das nicht in einer Story machen. Ich muss einfach nur die Königin hinrichten. Wie? Sie vergisst ihre Entführung. Aber warum sollte dann die Königin... Oh, aber jetzt können die heiraten. Oh, und jetzt hat er... Jetzt hat er nämlich das Recht. Jetzt hat er nämlich die Krone und... Oh. Der Brutale. Und jetzt vergisst er, dass er überhaupt irgendwas getan hat. So. Boah, der Arsch, der Arsch vom Arsch. Königin erleidet vier Tragödien. Okay, die Königin erleidet vier Tragödien. Was ist denn eine Tragödie für sie? Wenn sie entführt wird, ist wahrscheinlich schon eine Tragödie, ne? Das heißt, sie wird entführt. Ist schon eine Tragödie, wenn er sich jetzt die Krone schnappt? Ist das schon eine Tragödie für sie? Ist das auch schon eine Tragödie, wenn er ihr einfach nur ein bisschen, sie ein bisschen angrinst? Du bist gefangen. Und guess fucking what? Du bist immer noch gefangen. Du bist immer noch gefangen. Okay, das ist wahrscheinlich keine Tragödie. Schade drum. Eine Tragödie. Vielleicht die zweite Tragödie. Eine Tragödie sind deine Streams. Der war schlecht. Komm, der war richtig schlecht. Zweite Request war Herbie Fully Loaded. Videospiel zum Film. Sagt mir auch nichts. Muss ich mir mal in Ruhe irgendwann angucken. Du verdienst viel mehr Views und Subscriber. Ey, danke dir. Aber ich freue mich überhaupt, dass du da bist. Das ist doch schon mal, viel wert. So, dann heiratet er den Ritter. Schade. Hochzeit, fragt. Ja, aber wen soll er jetzt heiraten? Ist eine Hochzeit schon eine Tragödie? Warte mal, sie wird jetzt vom Ritter gerettet. Und jetzt heiraten die beiden nämlich. Und jetzt entführt der Baron sie nochmal. So, und jetzt schnappt er sich die Krone. Shit, er hat die Krone. Shit. Kann er ihn dann einfach... Er kann ihn da nicht hinrichten, ne? Ja, nee. Er hat jetzt die Krone. Eine Hochzeit zwischen den Männern. Ja, warum nicht, hä? Also, wenn ich jetzt irgendwie schnieke, wenn die beiden sich mal so ein bisschen vereinen könnten. Er holt ihn aber nicht runter, ne? Nee. Schade, okay. Aber ich glaube, ich bin da was auf dem Weg. Er lässt sie runter. Und die Krone kann er sich zwischendurch noch schnappen? Er kann sich zwischendurch noch die Krone schnappen. So, jetzt haben die nämlich keine Krone. Die können aber wahrscheinlich trotzdem heiraten, oder? Jawohl, ja. Und jetzt richtet der Boy... warte mal. Hinrichtung. Jetzt richtet er nämlich ihn hin. Was ihn natürlich traurig macht. Und noch eine Tragödie ist natürlich, wenn sie selber hingerichtet wird. Jawohl, ja. Ging ja damals nicht. Boah, heimlich, wer weiß. Ein bisschen Pimmelfechten hier. So. Nice, hätten wir Gerechtigkeit auch abgeschlossen. Kapitel 10. König. Ungesund. Zyklische, beidseitig toxische Lebensaffäre.
Bitte was? Bitte was? Liebe es. Ich lieb's. Okay, zyklische, beidseitig toxische Affäre. Okay, das heißt, die beiden, die lieben sich. Dann vergisst er aber, dass die sich lieben. Oder dann kämpfen die einfach erstmal. Und dann vergisst er, dass sie sich gestritten haben. Und jetzt lieben die sich wieder. Oder die vergessen erstmal beide. Erstmal vergessen die beide. Und jetzt lieben die sich wieder. Und dann kämpfen die wieder. Liebesaffäre. Ach so. Toxische. Habe ich Lebensaffäre gesagt? In meinem Kopf habe ich Liebesaffäre gelesen. In meinem Kopf hatte ich Liebesaffäre abgespeichert. Tut mir leid. Doppelte Hinrichtung. Markt? Okay, der König hat eine Affäre mit ihr. Und dann richtet der König sie hin. Aber ich dachte, du hast hier die Affäre des irgendwas. Come on. Kann die eigentlich auch eine Affäre haben? Nö. Schade. Okay, das heißt, die beiden haben eine Affäre. Er richtet sie aber nicht hin, weil... Er richtet gar keinen hin. Was bist du denn für ein König? Aber sie will ihn hinrichten, oder? Ja, ohne zu zögern. Ohne zu zögern. Und dann hat sie eine Affäre mit seinem Geist, nämlich. Nein. kann man hier mit... Kann... Achso, sie richtet einfach beide hin. Da der König Rache nimmt... Okay, das heißt, der König nimmt Rache... Weil der König natürlich... Warte mal, wir machen nochmal ganz kurz weg. So, der König sieht die Affäre zwischen... den beiden? Aber die lieben beide den König. Das heißt, jetzt wird ja niemand irgendwen hinrichten. Dann richtet der Geist halt sie hin. Nee, sie richtet die Magd hin. Stimmt, du hast recht. Sie richtet jetzt die Magd hin, aber der Boy richtet dann sie hin. So, okay. Hab's. Dankeschön. Vom Tellerwäscher zum König. Das heißt, die Magd wird wahrscheinlich Königin dann, oder was? Das heißt, die Magd entführt sie. Nö. Aber die Magd könnte ja sehen, wie die beiden ein bisschen knicki-knacki hier machen. Und die Magd ist jetzt nämlich traurig und jetzt denkt sich die Magd jetzt Gönnung. Aber der König sieht... Gar nichts sieht er. Sie sieht die Affäre. Sie entführt dann die Magd. Der König denkt sich, oh nö, hier so nicht. Und jetzt richte ich nämlich jetzt mal hier sie hin, weil sie hat nämlich die entführt. Und jetzt heirate ich nämlich die Magd. So kann's gehen. Und jetzt machen wir es nochmal im Busch, weil es uns so gut gefällt. Okay, wunderbar. Baron regiert allein. Der Baron regiert allein. Das heißt, der Baron muss alle anderen umbringen, oder was?
die beiden heiraten nicht, ne? Weil nö, ist nicht. Das heißt, der Baron knallt sie erstmal von der Klippe. Wird er dann sie heiraten? Oh, wird er. Das heißt, der Baron stürzt auch sie von der Klippe. Und der Baron ist jetzt richtig auf der Spree, der richtig Blut geleckt. Ich glaube, der Baron muss erst jemanden heiraten. Das heißt, der Baron stürzt ihn von der Klippe. Dann heiratet der Baron die Magd. Und dann gönnt sich der Baron nochmal richtig. Also, wenn es einmal läuft, dann läuft es, ne? Dann heiratet der Baron noch den Geist. Oder so. Ey, dann hätten wir das Kapitel auch durch. Dann sind wir bei Kapitel 11. Ungeheuer. Werwolf. Bernard trinkt Gift. Oh, Bernard ist wieder da. Bernard trinkt... Was ist denn der? Okay, Bernard wird im Mondschein zum Werwolf. Als Werwolf greift er dann sie an. Und weil ihm das so leid tut... Warte mal, jetzt wird er wieder zum Menschen. Weil ihm das so leid tut, dass er sie umgebracht hat. Gönnt der Junge sich eine... Ach, warum? Ey, komm. Ey, komm. Also, du hast sie. Du hast sie maximal weggemurkst. Da kann man sich schon mal... Da kann man sich schon mal... Sie wird nicht mal zum Geist. Sie ist einfach nur so ein Stumpen. Bernard trinkt Gift. Wie könnte ich dich dazu bringen, Gift zu trinken? Kann ich dich einfach... Du bist aber von... Wenn du als Werwolf zum Gift hingehst. Nee. Und du? Was würdest du beim Gift machen? Auch gar nichts. Was, ich muss erstmal so ein bisschen die Intention der Charaktere lernen. Was passiert denn bei dir beim Mondschein eigentlich? Ja, nichts. Okay. Was macht ihr beide im Wald? Och, ihr liebt euch. Ah, okay, ihr liebt euch. Dann wird er zum Werwolf. Dann bringt er seine Ische um. Dann sieht er, was er getan hat. Ja, wahrscheinlich andersrum. Dann wird er erstmal zum Menschen, dann sieht er, was er getan hat und dann gönnt er sich. Jawohl. 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 Viel Erfolg beim Drogentest lernen und viel Spaß beim D&D-Spielen. So. Königin lässt Baron verhaften. Die Königin lässt den Baron verhaften. Das heißt, der Baron verkleidet sich. Der Baron erschreckt sie. Der Detektiv findet die Verschleierung. Okay, warte mal. Der Detektiv findet zuerst die Verschleierung hier. Zu was bist du eigentlich Nütze? Zu was seid ihr Nütze? Okay, pass auf. Der Baron erschreckt sie hier. Er tut das hier wieder zurück. Und jetzt, wo es wieder da ist, kann der Detektiv hier... Ach nee, warte, muss ich erstmal verschleiern, ne? Sorry, pardon, mein Fehler. Mein Fehler. Verschleierung. Jetzt tust du das hier wieder zurück. Warum sie... Warum? Bist du denn zu dumm? Kannst du ihn jetzt einfach schon, weil du denkst, dass das hier... Und wenn du jetzt die Verschleierung siehst... Würdest du ihn jetzt schon verhaften? Nee, was ist, wenn er die Verschleierung erst zurücktut? Ach so, warte mal. Im Ballsaal müsste sie ihm vielleicht erst erzählen, was passiert ist. Aha, und jetzt muss er das vielleicht gar nicht mehr zurücktun. Warte mal. Wenn er, jetzt ist er auf der Spur. Jetzt hat er Blut geleckt. Warte mal, wir kriegen das hin. So, jetzt weiß er Bescheid. Und jetzt tut der Baron die Verschleierung zurück. Und jetzt findet er das nämlich. Und jetzt... Hell yeah. Okay. So, der Detektiv ist echt zu nix Nütze. Da muss man erst immer alles auf die Finger binden. Vom Vampirismus geheilt. Vom Vampirismus geheilt? Es war eine düstere Nacht. Dracula biss die gute Dame. Die gute Dame war in einer Gruft. Aber der Professor sieht die dunkle Dame. Sieht die dunkle Dame vielleicht bei Nacht? Boah, die gönnt sich aber richtig.
Was ist denn, der Professor ihn vorher sieht? Knoblauch, hm. Macht der Professor irgendwas, wenn er einfach Jonas sieht? Gibt er ihm jetzt das hier, wenn Dracula hier in der Gruft ist? Vampirismus, noch nie gehört. Hm. Zähl mich auch nicht. Aber man weiß irgendwie, was gemeint ist. Okay. Warum gibt der Professor ihm jetzt hier nicht das Dings? Muss der Professor... Okay, der Professor muss erst ihn einmal sehen. Gibt ihm dann das Dings hier. Könnte sie auch killen, von mir aus. Der kann auch einfach richtig loslegen, einfach alle killen. Oh, ist so traurig, weil seine Ische nichts geworden ist. Aber du hast deine Ische doch gekillt. Deine Ische ist doch tot. Aber der Professor könnte jetzt vielleicht die Ische... Ne, das bringt auch nichts. Es stimmt auch nichts. Okay, er sticht sie. Und dann, in einer düsteren Nacht, kommen sie und er nochmal zusammen. Aber das bringt leider auch nichts. Das bringt leider auch nichts. Wenn Dracula tot ist? Aha, Dracula ist tot. Und jetzt wird sie davon geheilt, weil Dracula vorher gestorben ist. I see, I see, I see. Und der Professor freut sich einfach. Monster wird erschlagen. Ein Monster wird erschlagen. Das heißt, du bist ein Monster. Der Professor... er verschleiert sich. Der Professor... Ach, Professor ist eine Szene. Ah, den Professor kann ich nicht einzeln auswählen. Jetzt treffen die beiden sich im Wald. Monster wird erschlagen. Aber wer erschlägt denn das Monster? Ach, wenn er hat jetzt Angst vor ihm. So. Und jetzt wird er zum Werwolf. Und jetzt trifft er ihn nochmal im Wald. Ah ne, warte, er muss sich ja erst wieder entschleiern. Jetzt treffen die sich im Wald und jetzt hat er richtig Bock. Und dann... wer erschlägt der Baron denn irgendjemanden? Würde der Baron hier irgendwas machen? Nee. Okay. Hm. Was wäre denn, sagen wir mal... er verschleiert sich. Er erschreckt ihn. Dann sagt der Professor Bruder... Hier ist eine Waffe! Oh! Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Dann treffen die sich im Wald. Die beiden können eigentlich wieder weg. Upsi. Und dann... Werwolf stirbt. Werwolf stirbt. Wie stirbt denn... Oh, warte mal. Der Baron erzählt aus dem Hofern und gibt ihm dann eine Waffe. Okay, ja, habe ich ja quasi so gemacht. Also, ich meine, außer andersrum. Aber der Werwolf stirbt. Das heißt, man könnte ja eigentlich nur die... Wir machen das nochmal alles weg. Der Werwolf stirbt. Das heißt... Der Werwolf stirbt. Das heißt, der Baron muss ja dann irgendwie erschreckt werden von dem hier. Aber der wird ja gefressen von dem Wolf, oder? Ja, der Baron ist jetzt... Also der ist jetzt maximal RIP. Okay. So funktioniert das nicht. Und der würde ja auch ihn einfach angreifen. Okay. Ich
Schön, dass ihr miträtselt. Sehr, sehr schön. Ja, andersrum muss der Baron halt den treffen und dann zum Prof rennen. Ja, ja, mit Kostüm. Stimmt, mit Kostüm. Stimmt, der verschleiert sich jetzt. So nämlich. Und jetzt treffen die beiden sich. Jetzt hat nämlich er absolut Schiss vor ihm. Oder die haben Schiss voreinander. Und jetzt rennt er hier zum Prof und sagt, oh, da ist aber ein größeres Monster. Okay, muss ich vielleicht wieder entschleiern. So, er ist entschleiert. Jetzt kriegt er eine Waffe. Und jetzt treffen die sich im Wald. Und bam, Junge. Woo. Hell yeah. Okay, sehr gut. Das war gut. Drama. Ödipus. Okay. Hasli ermordet Vater und heiratet Mutter. Hasli ermordet Vater und heiratet Mutter. Was für eine Storyline bin ich jetzt gelandet? Was zur Hölle? Familie. Ich bin einer deiner Eltern. Ich bin deine Mutter. Okay. Fiersli ist die Mutter von Winsli. Wer würde denn wen hier? Hasli ist böse und stößt irgendwen von der Klippe? Nö. Nö, ihr wollt, ihr seid einfach alle ganz entspannt. Okay, was ist, wenn jetzt jemand heiratet? Würdest du denn auch schon so deine Mutter? Ich weiß ja nicht, wie tief die Schwellen hier wirklich sind. Heiratest du jetzt einfach deine Mutter? Nee. Und andersrum? Ah, wenn es erst nach der Hochzeit rauskommt, ist das natürlich schwierig. Das heißt, wo ist denn Hasli? Hasli heiratet jetzt erstmal die Mutter. So. Und dann ermordet Hasli den Vater, weil er es möchte. Aber er muss ja auch erstmal kennenlernen, dass es sein Vater ist, ne? Das heißt, wir haben noch die Familie hier. Das heißt, Hasli und Winsli. So, Winsli ist sein Vater. Wunderbar. Und jetzt heiraten nochmal die beiden. Weil die lieben sich ja. Und jetzt ist Hasli ganz alleine. Und will gar keinen mehr heiraten. Willst du jetzt schon jemanden von der Klippe stoßen? Wollt ihr euch... Schade. Okay. Hasli ermordet Vater und heiratet Mutter. Das heißt, er muss erstmal sauer werden, ne? Pass auf. Die beiden heiraten. Dann ist er nämlich stinkig. So. Er ist stinkig. Jetzt stößt er. Nee, warte. Du bist sauer auf ihn. So. Er wollte dich heiraten. So. Jetzt stürzt er nämlich ihn hier von der Klippe. Aber du bist doch sauer. Sei doch sauer. Lass es doch raus. Die Klippe war doch so ein Mordgarant. Für irgendwas. Würdest du denn Fiersli von der Klippe stoßen? Nö. Er ist einfach nur sauer. Er ist einfach nur alleine da sauer. Was bringt es denn, wenn dir gesagt wird... Hasli darf kein Vater sein. Moin, Just a Short. Herzlich willkommen. So, ich bin deine Mutter. Und deswegen ist das in Ordnung, wenn ich deinen Vater heirate. Denn ich... Ich bin dein Vater. Und er ist jetzt sauer, dass er sein Vater ist. Weil er jetzt sauer auf seinen Vater ist, weil er die Mutter geheiratet hat, schubst er ihn runter. Und jetzt... Weil er kann ihn erst... Er muss aber erst später erfahren, dass das die Mutter ist. So nämlich. Pass auf. Die beiden heiraten. Er ist jetzt stinkig, dass er sie geheiratet hat. Deswegen schubst er ihn von der Klippe. Aber er ist ja eigentlich theoretisch sein Vater. Aber die sagen nichts von der Familie da. Wenn er schon tot ist. Das heißt, kann ich auch vorher schon sagen, dass er sein Vater ist? Ja, kann er. Okay. Ich bin dein Vater. Jetzt tötet er seinen Vater. Und jetzt heiratet er seine Mutter, auf die er ja schon ganz gallig ist. Und jetzt erfährt er, dass es seine Mutter ist. Was eine Storyline. Oh.
Stammbaum ist ein Kreis einfach maximal durchgespielt. Was zur Hölle? Die Beleuchtung von deinem Gesicht ist echt sehr hell. Ja, ne? Warum ist denn das schon wieder so hell geworden? Es war gerade dunkler. Mach ich mal wieder dunkel. Sorry, gut, dass du sagst. Ich sehe das. Ich achte da so selten irgendwie drauf. So ist wieder besser. Sorry, ich war gerade so mega überlichtet. Gerade war es irgendwie gut und dann wurde es wieder hell. Boah, was eine Story. Das ist der Heiligenschein. Oh, der ist schon lange, den habe ich schon lange begraben. Verbuddelt und drauf gekackt. So, Winsley rächt seinen Bruder. Oh, Leute. Leute, das ist mein Gehirn. Winsley rächt seinen Bruder. Ich bin dein Vater. Winsley, von wem kannst du immer der Bruder sein? Ich bin deine Mutter. Winsley rächt seinen Bruder. Okay, establishen wir mal hier. Wenn Winsley der Sohn ist von ihm und Hasli auch der Sohn ist von ihm, dann sind Hasli und Winsley Brüder. Hätten wir das schon mal. Okay. Dann kämpfen Fiercely und Winsley miteinander und Winsley wird dann von... Aber ihr habt euch doch gestritten. Ihr seid doch im Streit. Ihr müsst euch jetzt töten. So funktioniert das doch hier. Was ist denn das? Was wird hier gebraut? Oh. Nein, schon ein weiter. Ach, da kann man wahrscheinlich mit dem Toten sprechen, ne? Da kann man wahrscheinlich mit den Toten sprechen. Aber Winsley muss ja eigentlich leben. Stimmt, Winsley rächt ja seinen Bruder, ne? Das heißt, Hasli muss sterben. Das heißt, Hasli geht in den Krieg. Und Hasli, so wie wir Hasli natürlich kennen, der ist jetzt stinkig. Der killt jetzt nämlich... Wen killt er denn? Warte, ich bin dumm. Also, Grüni ist Vater. Aber irgendjemand muss ja... Winsley rächt seinen Bruder. Irgendjemand muss ihn ja umbringen. Das heißt... Warum bringst du ihn nicht um? Bring ihn doch um. Sei doch so gut. Töte doch. Mach doch mal. Warum tötest du nicht? Was macht ihr denn eigentlich alle da? Geht wahrscheinlich nur mit dem Geist, wenn schon jemand tot ist, ne? Und was ist, wenn... Dann muss Hasli vielleicht Vater sein. Winsley rächt sein Bruder. Das könnte sein. Und Grünli der Bruder. Okay, pass auf. Gehen wir nochmal von vorne durch. Also, wir haben Stammbaum. Hasli sagt, ich bin der Vater von Winsley. Hasli sagt aber auch, ich bin der Vater von Grünli. So, das sind die beiden Brüder. Jetzt hat Hasli aber Stress mit ihm. Und Hasli stürzt ihn jetzt von der Klippe. So, und jetzt redet Winsley mit seinem verstorbenen Bruder. Und er erfährt jetzt, dass Hasli von der Klippe gestürzt hat. Und deswegen rächt sich Winsley an Hasli. Leute. Das Spiel bricht mich. Innerlich und äußerlich. Und drumherum. Boah. Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Oh, ich will doch einfach nur leben. Der von Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Aber, wie heißt das? Storyteller. Ich schreibe das mal kurz ins Chat. Storyteller. Kostet irgendwie 14 Euro auf Steam. Okay. Pass auf. Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Das heißt, wir müssen erstmal etablieren, dass Hasli eine Tochter hat, und zwar Fiercely. Fiercely, die schöne Dame. Und jetzt... Warte mal, und jetzt, um ja den Stammbaum komplett zu machen, müssen wir natürlich auch etablieren, dass Grünli die Mutter ist. Ne, es sind jetzt beides Vetter. Mal.
Achso, ich bin deine Tochter. Okay, ja gut. Ich dachte gerade, jetzt kommt auch, ich bin deine Mutter. Moin, Jeanette. Asli wird von seiner Tochter ermordet. Das heißt, das hier ist, haben wir jetzt schon mal etabliert. Was können wir da mit der Affäre machen? Wen würde es denn sauer machen? Würde es Hasli sauer machen, seine Tochter mit irgendwem zu sehen? Okay. Ist ihm eigentlich Ralle? Nee, es würde ihn eigentlich happy machen, ihn mit, also sie mit egal wem zu sehen. Von der Klippe will sich auch keiner stürzen, ne? Also keiner hat jetzt einen spontanen Drang zu irgendwas hier, ne? Nee, ihr seid alle so happy, das ist ja toll. Warte mal, was ist, wenn Asli jetzt sieht? Okay, das passt gar nicht jetzt zur Story, aber ich will trotzdem wissen, was passiert. Wenn Asli sieht, wie seine Tochter mit Winsley rumschlawinert. Und jetzt sieht Asli aber auch, wie seine Tochter mit ihm rum... Der ist einfach happy. Der ist einfach happy. Wie viele Kapitel hat das Spiel noch? Weiß ich nicht. Der ist einfach glücklich. Die Tochter hurt sich hier umher und er so, oh, wie schön. Oh. Das ist ja dumm. Stoß doch jemand von der Klippe. Ich will Mord und Totschlag sehen. Wie kriegen wir jemanden getötet? Wenn wir etablieren, dass er der Vater ist. Und er ist jetzt auch der Vater. Was machen wir denn jetzt? Jetzt ist jeder der Vater von ihr. Wenn wir jetzt sehen, wie sie sieht, wie ihre Elternteile rummachen, dann freut sie sich. Ich weiß da auch nicht, Leute, aber vielleicht ist sie ja so... Kann ich jemand sterben, bitte? Was ist das für eine Story? Okay. Sie ist die Mutter? Okay, sie ist Mutter und Vater. Pass auf. Mutter und Vater. Und jetzt sieht Hasli... Vielleicht killt Hasli irgendwen, der ihr nahe steht. Ich wüsste nicht, wie ich das... Also, nee. Weiß ich gerade nicht, wie. Das passt jetzt hier nicht zur Story, aber wenn Hasli jetzt sieht, jetzt weiß er ja, das ist ja die Mutter und das hier ist Vater. Was ist, wenn er jetzt sieht, wie seine Mutter einfach mit jemandem anderen rum... Ist der auch happy? Was sind die alle so tolerant? Okay, neu. Wir fangen an mit einer Affäre. Na, jetzt sind die ja alle relativ egal, ne? Ja, jetzt ist denen das relativ egal. Okay, dann müssen wir doch mit der Familie anfangen. Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Das heißt... Das heißt, Hasli ist der Vater, so. Das müssen wir ja schon mal etablieren. Linksversiffte Poly-Community, so ist es. Geht denn hier nicht? Sunny, hey! Einfach jemanden um die Ecke bringen. Jein, also jetzt gerade aktuell geht es darum, wir haben unterschiedliche Kapitel und müssen immer unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Aktuell ist es die Aufgabe, dass Hasli von seiner Mutter, von seiner Tochter ermordet wird. Und wir haben hier unten verschiedene Szenen zur Auswahl. Eine Affäre, eine Klippe. Und müssen irgendwie zusammenbauen, dass die Tochter jetzt einen Hass auf Hasli schiebt und ihn ermordet. Und jetzt sind wir gerade überlegen, wie... die Tochter jetzt sauer werden kann. W-
Wenn die Tochter jetzt sieht, wie sein, die sind einfach alle happy. Die sind einfach alle immer happy. Weil Hasli fremd geht. Ja, aber wie soll er jemand fremd gehen? Das ist mit den Toten kommunizieren. Sobald jemand tot ist, kann ich hier einen Geist reinfügen. Da können die Geister etwas erzählen. Das heißt, wenn, sagen wir mal, Hasli killt jemanden und der jemand erzählt dann in dieser Szene hier der Tochter, dass Hasli jemanden getötet hat. Dann wird die Tochter wahrscheinlich den Vater killen. Vielleicht killt Hasli ihren Lover. Ja, aber das habe ich ja schon, das habe ich schon probiert, weil wenn so, also das ist die Tochter von ihm. Er ist happy, dass sie hier mit jemandem happy ist. So, das heißt, er würde ihn ja auch nicht killen. Nee, die sind happy. Und ich dachte, hey, die Tochter macht jetzt noch mit jemandem anderen rum, aber dann ist der auch happy. Vielleicht haben sie erst eine Affäre, dann geht er fremd, dann sagt er, dass er der Vater ist und sie killt ihn. Nachdem er und seine Tochter wissen, dass sie verwandt sind, heiraten sie nicht mehr. Ja, heiraten habe ich gar nicht als Auswahl. Heiraten habe ich gar nicht, leider. Vielleicht haben sie erst eine Affäre, dann geht er fremd. Dann sagt er ihr, dass er ihr Vater ist. Ja, aber die können ja keine Affäre haben hier. Warte mal. Warte mal. Neue Idee. Sie und Hasli sind so richtig... Oh! Und dann sagt Hasli ihr aber erst danach... Ich bin dein Vater. Ist mir gerade eingefallen. So, scheiße. Vielleicht muss der Lover sehen, dass die fremd gehen. Das ist eine gute Idee. Warte mal, das ist eine ziemlich gute Idee. Warte, in meinem Kopf baut sich gerade was zusammen. Also, pass auf. Wir fangen nochmal vorne an. Vielleicht funktioniert das ja. Hasli ist der Vater. Müssen wir erstmal einmal etablieren. Vielleicht ist das nicht der richtige Weg, aber machen wir jetzt einmal. Dann guckt Hasli von mir aus zu, wie die Tochter mit Winsley rummacht. Aber dann sieht Winsley, wie die Tochter mit Grünli rummacht. Und dann killt... Ja, Grünli müsste dann Hasli killen. Warte mal. Dann schieben wir das... Heben wir das nochmal auf. Ach nee, aber um das... das ist erstmal Wurst. Pass auf. Jetzt ist er... Oh, warte. Es baut sich in meinem Kopf zusammen. Nix sagen. Nix schreiben. Ich krieg das hin. Pass auf. Hasli muss in einer Affäre sein mit jemandem. Ah, oh, wie kriege ich das hin? Warte mal. Hasli? Die Tochter und er sind so. Dann sieht ihr aber die Tochter, wie Hasli mit Winsley so ist. Und dann killt sie Hasli. Warum nicht? Macht das schlimmer, wenn du dann erfährst, dass wer Vater bist? Vielleicht muss er dem Sohn sagen, dass er der Sohn ist und ihr, dass sie die Tochter ist, ohne dass die beiden es wissen. Aber er weiß es und tötet den Sohn dann. Das ist mir zu rot, das verstehe ich nicht. Das ist warte mal, sorry, was? Vielleicht muss er, also Hasli, dem Sohn sagen, dass er der Sohn ist. Nee, verstehe ich immer noch nicht. Vielleicht muss der Lover sehen, dass sie fremdgehen, nicht der Vater. Also das mit dem Lover sehen, das ist schon mal ein gutes... So funktioniert das schon mal irgendwie. Ich dachte, sie hat aber jetzt die... Probier jetzt mal die Klippe. Ja, das hatte ich schon. Aber sie hat jetzt ist nicht manns genug, es zu tun. Sie will einfach nicht. Und was ist, wenn sie sieht, wie er noch eine Affäre hat? Bricht sie dann komplett oder... Ist jetzt soweit? Nee, schade.
Nee, nachdem er sagt, dass Vater ist. Ach so. Ja, aber ich glaube nicht, oder? Das ist ja, macht sie jetzt nicht irgendwie besser, oder? So, jetzt weiß sie, dass er der Vater ist und jetzt? Nee. Ist sie immer noch traurig. Nee. Familie Hasli Fiersli. Ja, also die beiden sind ja, also... So, die beiden sind Familie. Sie sieht, wie ihr Vater mit ihm geht. Dann sieht sie, wie ihr Vater mit jemandem anderen. Dann sieht er... Warte mal. Grünli? Ist der Vater von Hasli? Ich versuche einen anderen Weg. Okay, Familie Hasli Fiersli. Familie Hasli und Fiersli Grünli. Was? Affäre Fiersli Winsli. Warte. Ich versuche das nachzubauen, okay? Also Familie Hasli. Also Hasli und Fiersli. Hasli, Fiersli. Dann Familie, Fiersli und Grünli. Das heißt, er ist der Opa von ihm. Oder so rum. Wir sind beide der Vater. Naja. Okay, dann... Ich versuche das einfach nur, was du sagst, nachzubauen. Ohne jetzt da Gehirn hinterzustecken. Dann Affäre Fiersli, Winsli. Und das sieht dann Hasli. Ne, er freut sich einfach nur. Das sieht dann Winsli. Ne, Winsli. Das sieht dann Grünli. Dem ist es aber egal. Lies doch richtig, bitte. Familie Hasli und Winsli Grünli. Ist das der erste Satz? Sorry, was heißt denn Familie Hasli und Winsli? Familie Hasli und Winsli Grünli. Also dreimal Familie, oder was willst du mir sagen? Sorry, das ist gar, wenn man nicht weiß, was du meinst, ist es, glaube ich, nicht so einfach zu verstehen. Ich hoffe, die anderen können mir dabei pflichten, aber ich, das ist gerade nicht so einfach. Ist Grünli der Bruder von ihr? Der kann alles sein, was er will. Der kann alles sein, was er will. Okay. Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Oh, halt mal auf, ey. Hasli und Fiersli, Winsli und Grünli. Okay. Okay, Hasli und Fiersli. Und dann nochmal Familie, Winsli und Grünli. So, und dann... sieht die Tochter, wie Hasli mit... Aber die freut sich einfach über alles. Familie machen mit Hasli und Fiersli. Okay, das kriegen wir hin. Hasli, Fiersli. Dann Familie Hasli und Winsli. Dann Hasli und Winsli. Ich kann Lee nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht mehr sagen. Glaub mir. Okay, dann Hasli und Winsli. Haben wir. Dann Affäre Fiersli, Winsli. Fiersli, Winsli. Ja, geht nicht. Die sind ja jetzt verwandt. Wenn er der Vater von beiden ist. Also, das funktioniert leider nicht, wenn ich das jetzt richtig nachgebaut habe. Also, jetzt habe ich das ja richtig nachgebaut, oder? Weil die beiden sind jetzt, die sind jetzt beide verwandt mit ihm hier, deswegen... Boah, Leute. Boah, ey, es gibt doch safe eine einfache Lösung dafür. Come on, das krieg ich hin. Ja, die wissen dann irgendwie, dass die untereinander... Wahrscheinlich haben die sich dann abgesprochen. Okay. Also, Hasli wird von seiner Tochter ermordet. Das heißt, es muss irgendwo etabliert werden, dass Hasli der Vater ist. Egal wo. Stecken wir es erstmal unten hin. Aber Hasli...
muss wahrscheinlich auch jemanden ermorden. Das heißt, Hasli, sagen wir mal, Hasli ist Liebe. Hasli sieht dann, wie seine große Liebe mit jemand anderen fremd geht. Und Hasli stürzt dann jemand anderen von der Klippe. So. Die Tochter erfährt dann aber von ihm, dass Hasli ihn getötet hat, wirft Hasli dann von der Klippe, traut sich aber nicht. Schade, ich dachte, dann schützt sie ihn von der Klippe und dann erfährt sie später von ihm. Wie kann Hasli denn so... Die Tochter hat vorher eine Beziehung zu ihm. Die Tochter sieht dann, wie er fremd geht. Und dann hat sie ihr Herz gebrochen. Aber sie, also das hatten wir ja schon mal, sie hat dann trotzdem nicht die Eier, ihn runterzuhauen. Die Tochter muss vielleicht eine Beziehung zum Toten haben. Das ist eine gute Idee. Das ist, die Tochter hat eine Beziehung mit ihm. Und Hasli hat auch eine Beziehung mit Grünli. Und Hasli sieht jetzt... Ne, pass auf. Affäre. Pass auf. Ich glaube... Let him cook. Pass auf. Jetzt... Ach, das wird ein Beziehungsdrama. Jetzt sieht Hasli, wie er mit ihm eine Beziehung hat. Dann stürzt Hasli Grünli von der Klippe. Aber du bist doch sauer. Sei doch sauer. Ich dachte, wenn die Tochter vorher mit ihm eine Affäre hätte... Ach nee, Hasli... Doch, Hasli hatte vorher mit ihm was. So, von der Klippe. Aber die Tochter hat vorher mit... Warte mal, sorry. Die Tochter hat vorher mit Winsley eine Affäre. Und jetzt ist die Tochter nämlich richtig sauer. Ah, ich habe jetzt keinen Platz mehr. Shit. Jetzt ist die Tochter nämlich richtig sauer, dass ihr... So nämlich. Ach du heilige Scheiße. Und jetzt stößt die Tochter... Jetzt stößt sie Hasli von der Klippe. Okay, jetzt müssen wir da nur irgendwie einbauen noch. Wir müssen irgendwie einen Schritt kleiner machen. Dass da noch reinpasst, dass... Hasli der Vater ist. Boah. Wir kommen dem ganz näher. Welche Karte hiervon brauchen wir theoretisch nicht? Muss überhaupt jemand sterben? Nee, die erzählen sich sonst nichts, okay. Ein Slot zu wenig. Ja, ist ehrlich so. Ein Slot zu wenig. Aber warte mal, die hier brauchen wir aber, weil die Tochter hat jetzt eine Beziehung mit ihm. Hasli muss aber, um hier sauer zu sein und jemand von der Klippe zu stoßen, auch eine Beziehung haben. Ohne das hier wird die Tochter ihn nicht runterwerfen. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Ja. Okay. Ah, verdammt, wir kommen dem aber so nah. Wir sind dem so nah. Ah, Scheibenkleister. Come on. Welche Karte bräuchten wir nicht? Was könnten wir umdichten? Ah, Hasli muss das aber sehen. Sonst funktioniert das alles nicht. Hasli muss das sehen. Wie Winsley und Grünli in der Affäre haben. Boah, also. Ich stehe echt auf dem Schlauch. Hat jemand eine Idee? Ich stehe wirklich, wirklich auf dem Schlauch. Huch. Hasli wird von... Oh, hätten wir eine Karte mehr.
Vielleicht gleiches Konstrukt, aber unter Familie. Aber die wären ja dann nicht sauer aufeinander, oder? Einer hat keine Beziehung, sondern die sind halt Vater-Kind. Aber wie wird dann jemand sauer aufeinander? Das hatten wir am Anfang ganz viel probiert, dass die in einer Beziehung sind und dann der Vater sauer ist, weil die Tochter mit anderen Leuten eine Affäre hat oder so. Die werden, also ich weiß nicht, wie ich jemanden sauer kriegen soll. Also es läuft ja alles darauf hinauf, dass... Drauf hinauflaufen? Es läuft ja alles darauf hinaus, dass Hasli... Verdammte... Also, dass Hasli jemanden umbringt, dass Hasli sauer ist und dass der andere dann Hasli der Tochter erzählt. Muss denn Hasli mit Grünli oder kann Hasli einfach auch mit Vinci? Dann würde es da einen sparen. Muss Hasli denn mit Grünli? Ja, das hier muss sein, damit Hasli hier überhaupt sauer wird. Weil ohne das hier würde Hasli ja hier, hätte ja hier gar keine, wäre ihm das ja egal, dass Grünli mit jemandem anderen ist. Deswegen muss Hasli vorher mit ihm eine Beziehung haben, damit er hier sauer wird. Ist jemand noch sauer, wenn jemand aus der Familie von der Klippe gestürzt wird? Ist jemand auch sauer, wenn jemand aus der Familie von der Klippe gestürzt wird? Das ist ein interessanter Ansatz. Wahrscheinlich, oder? Pass auf, wir machen das nochmal weg. Das heißt Familie. Aber es muss ja um jemand, damit jemand von der Klippe gestürzt wird... Muss ja jemand sauer sein. Ich weiß nicht, wie ich jemanden sauer kriege, wenn ich das unter einem Familienkonstrukt baue. Der eine sagt, ich bin dein Vater, aber Hasli ist eigentlich der Vater. Also Hasli ist der Vater. Und wenn jetzt jemand anderes sagt, ich bin der Vater. Ja, keine Ahnung. Und jetzt ist die Tochter, jetzt sieht die Tochter, wie die beiden Väter von ihr. Der freut sich einfach. Keine Ahnung, was weiß ich. Was weiß ich. Diesen Jahr... Die freut sich einfach. Die freut sich einfach. Ich bin deine Tochter. Er freut sich einfach über alles, was ihre Tochter macht. Er freut sich einfach über alles. Er ist... Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Shit. Come on, das kann doch nicht so schwierig sein. Die beiden freuen sich. Der erste Kill muss halt auch auf jeden Fall von Hasli kommen, weil sonst niemand... Ja, es muss halt echt... Hasli muss halt echt der... Warte mal, der erste Kill muss halt auch... Muss halt auf jeden Fall von Hasli kommen. Ja, genau. Weil sonst wird seine Tochter ja nicht sauer auf ihn. Euer Befehl, Meister. Huch. Giada, moin, herzlich willkommen. Robbt nun auf allen Vieren. Vielen Dank, dass du auf allen Vieren kriechen den Abo-Button gefunden hast. Dankeschön. Falls du gerade zusiehst, hi. Herzlich willkommen. Was wäre denn, wenn Hasli mit ihr eine Beziehung hat, dann Hasli sieht, wie sie dingsig ist? Hasli sie dann von der Klippe stürzt? Nein. Nö. Schal. Hasli dann erfährt, dass er der Vater ist. Und dann stürzt er von der Klippe, weil es ihm peinlich ist. Ach Mann. Ach Mann. Oh, das kann doch nicht sein, dass wir hier so ewig an dem Mist hängen. Come on. Ah.
Ja, ja, er liebt sie, ja. Verdammte Kacke. Das heißt... Stimmt, er stößt ja ihn. Und jetzt erzählt... Er ihr, dass Hasli sie gestoßen hat. Jetzt stößt sie Hasli. Und jetzt erzählt der Geist Hasli ihr, dass sie Und wenn wir das jetzt einfach tauschen? Verdammt. Warte mal, wie hatte ich das denn jetzt gerade? Ich hatte es doch gerade einigermaßen plausibel, oder? So. Wenn Hasli ihr jetzt noch vorher erzählt... So, jetzt ist er der Vater. Jetzt ist sie sauer auf den Vater. Es gibt eine Bonusaufgabe, dabei wollte er sie nur beschützen. Nein. Wir haben es geschafft, aber zu welchem Preis? Oh. Dabei wollte er sie nur beschützen. Aber wie, dabei wollte er sie nur beschützen? Jetzt bin ich so happy, dass ich das, dass wir das geschissen bekommen. Das war ja wirklich eine Teamarbeit hier. Dabei wollte er sie nur beschützen. Nur die ersten beiden tauschen. Nö. Nee, ist ja hier nur sauer, weil die vorher eine Beziehung haben. Wenn wir das tauschen, dann ist ihm ja egal, dass die beiden Lotti Carotti haben, ne? Er hat ja dann erst danach eine Beziehung. Also, nee, inhaltlich. Okay, Anne, ich brauch dein Grips. Inhaltlich tauschen? Inhaltlich tauschen? Das heißt, dass sie... Inhaltlich tauschen? Ich verstehe nicht, wie ich die inhaltlich tauschen soll. Ich bin dumm. Tut mir leid. Vater sieht, sie ist in Love und sieht dann, dass ihr Lover fremd geht. Ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Das ist dem Vater egal. Das ist dem Vater so egal. Wenn der Vater... Pass auf, der Vater... Er ist der Vater. Er sieht jetzt, wie ihre Tochter... mit Vinci rumschwänzelt. Und jetzt sieht er auch, wie ihre Tochter mit ihm rumschwänzelt. Das ist ihm egal, der freut sich einfach. Der freut sich einfach, der ist einfach happy. Weißt du was, wollen wir uns hier weiter aufhalten oder sagen wir einfach, dabei wollte er sie nur beschützen, kriegen wir nicht geschissen? Ich krieg das auf jeden Fall nicht geschissen. Ich krieg das auf jeden Fall nicht geschissen. Ich krieg das nicht hin. Warte, ich baue das nochmal ganz kurz nach, damit wir so wie vorher sind. Ihr Vater muss fremd gehen, meinte ich. Okay, wir machen sofort weiter. Du schaffst das. Wir machen sofort weiter, weil ich will noch kurz an das Idee nachgehen. Ihr Lover muss fremd gehen, meinte ich. Okay, Vater sieht, sie ist in Love. Okay, du musst mir das etwas genauer erklären. Es ist echt schwierig. Oh Gott, ist das schlimm, wenn alles zeitverzögert ankommt. Warte mal, ich mach den Chat mal ganz kurz. Ich mach mal ganz kurz. Okay.
Die Verzögerung dürfte jetzt sehr gering sein. Schreib mal etwas. Letzten drei Gehirnzellen rattern. Ja, so ist es. Okay, Anne. Sie ist in Love mit X. Mit egal wem. Das heißt, wir sagen mal mit ihr. Mit X. Okay, X geht mit Y fremd. Okay, X geht mit Y fremd. Und sie sieht das. Jetzt ist sie sauer. Das sieht der Vater. Also das sieht Hasli. Aber ist dem Vater ja egal. Also ist dem ja legit egal. Auch wenn der Vater hier zuerst ist, ist dem komplett Ralle. Zweiten Teil Fiersli mit Hasli tauschen. Also so habe ich das jetzt nachgebaut, wie du wolltest, oder? X geht mit Y, also Y, X geht mit Y fremd. Die können ja nicht direkt, sie ist in Love mit X. Also sie ist in Love mit Winsley. Winsley ist X. X geht mit Y, also Winsley geht mit Grünli fremd. Das sieht der Vater. Und jetzt? Ja, der sieht aber, ist ihm ja egal. So. Der kann auch beides sehen, so. Das ist dem beides egal. Ich weiß. Ja, das hatte ich gerade schon. Wenn er zuerst sagt, dass der Vater ist, dann ist ihm das auch egal. Das ist ihm so Ralle. Never mind! Oh, es ist ihm jetzt nicht mehr. Er sagt zu ihr, ich bin dein Vater. Er sieht dann, wie sie mit ihm Schnickschnack macht. Jetzt sieht er aber auch, nicht, mein Fehler war die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit sie genommen. Sie geht mit jemandem anderen. Der Vater freut sich aber, wenn er mit jemandem anderen geht. Aber wenn er sieht, wie ihr Freund mit jemandem anderen geht, dann stürzt er den Freund von der Klippe. Er erzählt ihr... Oh, oh. Ey, hallo, you fucking did it. Winsley und Hasli warten ewig. Ciao, Jamiko, hau da rein. Schön, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Okay, beide gehen und kehren zurück. Beide gehen und kehren zurück. Beide gehen und kehren zurück. Warte, was? Oh, ich bin so dumm. Okay. Boah, das Spiel hat mich gebrochen. Es hat mich ein bisschen gebrochen. Oh, Kapitel 12 Drama beendet. Oh. Letztes Kapitel, Leute. Letztes Kapitel. Gattenwahn. Edgar ermordet seine Frau. Boah, endlich darf Edgar wieder loslegen. Edgar ermordet seine Frau. Okay, das heißt, Edgar muss erstmal eine Frau haben. So. dann ist sie sauer? Okay, es gibt wieder zu viele Ideen hierzu. Also. Sie ist sauer und sie brodelt jetzt mal ein bisschen Gift. Sie brodelt jetzt mal ein bisschen Gift. Aber wie ist dann Edgar sauer auf sie?
Jetzt ist der Wein vergiftet. Was ist, wenn jetzt er das trinkt? Aber jetzt kann er sie ja nicht mehr ermorden, ne? Jetzt ist er ja enttäuscht. Ja, jetzt ist er ja ein Geist. Jetzt ist er ja ein Geist. Jetzt kann er sie nicht mehr ermorden. Oh, verdammt nicht. Verdammt mich, verdammt mich, verdammt mich. Was ist denn... Fügt die Hochzeitsszene mit Edgar und Isabel im zweiten Teil ein? Ja, jein. Also, sie macht ja kein Gift. Es muss ja irgendwie erstmal sauer sein, wa? Okay, pass auf, diesen verheiratet. Die soll ich im zweiten Teil einfügen? Was soll er als erstes? Fügt die Giftszene Isabelle im dritten Teil. Okay. Aber sie hat ja keinen Grund, Gift zu machen. So, es ist ja jetzt nicht vergiftet. Also, was soll der erste Teil sein? Weil sie ist ja jetzt nicht sauer. So, sie ist ja... Wie kann ich sie jetzt sauer machen? Wenn, dann müsste das ja so rum sein. Nur so kann sie ja sauer sein, nicht? Okay, überlegen wir nochmal. Fügt die Hochzeitsszene mit Edgar und Leona im ersten Teil. Okay, Edgar und Leona sind im ersten Teil. Fügt die Hochzeitsszene mit Edgar und Isabelle im zweiten Teil. Ja. Jetzt ist es sauer und jetzt ist Gift. So hatten wir das ja gerade auch schon. Genau so hatten wir das ja gerade auch schon, oder? Also jetzt habe ich so nachgebaut, wie du es wolltest, wa? Also ich muss wieder mehr für mich denken. Ich lasse mich immer sidetracken, was ja auch manchmal richtig und wichtig ist, wenn ich absolut stuck bin, aber jetzt bin ich ja eigentlich noch nicht stuck, jetzt will ich ja einfach erstmal überlegen. Und ihr dürft gerne mit überlegen, auch gerne in den Chat natürlich schreiben. Aber das hat mich jetzt hier leider noch nicht so richtig vorangebracht. Edgar ermordet seine Frau. Das heißt, er muss seine Frau ja bei irgendwas erwischt haben. Jetzt ist seine Frau tot. Warte, was ist denn? Warte, ich hab eine Idee. Nee, ich hab keine Idee. Das macht keinen Sinn. Meine Idee macht keinen Sinn. Gibt's auch Liebesgift? Nee, leider nicht. Es gibt nur normalen Wein, dass die einfach so ein bisschen angeschickert sind. Aber das macht absolut keinen Unterschied. So, sie macht jetzt Gift. Eigentlich muss er ja Gift machen, ne? Was ist denn, wenn... sie die beiden heiraten? Die beiden heiraten jetzt erstmal. Nur mal, ich theorycrafte nur mal. Er ist jetzt sauer, weil er sie gerne heiraten will. Jetzt braut er sich Gift zusammen. Okay, never mind. Never mind. Bringt sich Isabel selbst um und schiebt es der Ehefrau in die Schuhe? Wait a second. Okay, pass auf. Die beiden heiraten. Isabel ist richtig scheckerig. Und dann bringt sich die Frau... Fügt die Hochzeitsszene mit Edgar und Isabel im fünften Teil ein. Vertrau mir. Warte. Bringt sich Isabel selbst um und schiebt es der Ehefrau in die Schuhe. Ich weiß nicht, warum sie sich gerade selber umbringen soll, to be honest. Also sie braut ja nur Gift, wa? Was ist, wenn sie selber Gift trinkt? Ne, sie weiß ja, dass Gift ist.
Was ist, wenn sie das jetzt einfach trinkt? Und jetzt heiratet er sie. Und jetzt erzählt sie... Warte mal, jetzt erzählt sie ihm, dass sie das war. Und jetzt braucht er Gift. Und jetzt bringt er nämlich seine Frau um. Hell yeah! Woo! Au. Meine Kopfhörer sind gerade ausgegangen. Ja, perfekt. Pardon, pardon, pardon. Okay, 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 okay. I see. Mein Gehirn, ich habe gar nicht mit gerechnet, dass er so schnell wieder heiratet, wisst ihr? So. Das war einfach so, bam. Siehst du? Sorry, ich habe deine Nachrichten gar nicht mehr ganz so genau verfolgt, weil ich es einfach möglichst selber rausfinden will und ich bin noch nicht ganz hinterhergekommen bei den ganzen Nachrichten. Tut mir leid. Aber loyaler Typ, ja, auf jeden Fall. Naja, okay. Winsley ermordet Onkel, um Vater zu rächen. Boah, jetzt werfen die echt alles entgegen, oder? Kann das sein? Jetzt fahren die das ganze Geschütz auf. Winsley ermordet Onkel, um Vater zu rächen. Das heißt... Winsley ermordet Onkel. Was ist nochmal dieser Onkel? Ja, same. Also, er ist der Vater. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh. Also. Onkel ist, wenn das der Bruder von dem Vater ist. Ich krieg doch schon den Stammbaum nicht auf der Kette. Wie soll ich denn da noch irgendwie Rache und Verrat und Mord hinkriegen? Boah. Oh. Der Bruder vom Onkel ist der Bruder vom Vater ist der Onkel. Ja, genau, genau, genau. Das heißt... Ich weiß nicht, was das heißt, Leute. Oh. Oh. Gar nichts will ich, Anne. Nee, das reicht mir. Ich gehe doch jetzt schon meine Grenzen. Das brauche ich in Real Life nicht auch noch. Also, wie kriege ich jetzt einen Onkel hin? Winsley ermordet Onkel, um Vater zu rächen. Das heißt, der Vater stirbt. Wir fangen erstmal klein. Der Vater stirbt. Das heißt, der Vater muss irgendwie sterben. Wenn die an der Klippe sind. Das heißt, wir brauchen einen Opa. Fangen wir klein an. Fangen wir klein an. Will irgendjemand irgendwie von der Klippe stoßen? Einfach nur, weil. Nee, okay. Das heißt, muss irgendwie erstmal jemand heiraten. Wir haben hier die Hochzeit diesmal. Das heißt, die beiden heiraten. So, der Sohn heiratet. Pass auf, der Vater heiratet. Dann ist aber... Blauli ist auch ganz sauer, weil Blauli wird gerne ihn hier. Er ist jetzt gebrochen. Warte mal. So, er ist sauer. Hasli ist nämlich sauer. So, Hasli ist stinkig. Wir vergessen erstmal die erste Szene. Wir versuchen erstmal nur einen Mord hinzukriegen, okay? Hasli stößt ihn nämlich jetzt von einer Klippe... Upsi. Ach ne, er liebt ihn ja. Hasli muss jetzt ihn von der Klippe stoßen. So, und dann erzählt ihm hier. Ne, warte, irgendwem anders wird irgendwas erzählt. Sorry. Ihm wird von ihm erzählt, dass er es war. Dann geht er los und stößt ihn von der Klippe. Okay. Pass auf, wir haben das Grundgerüst hinbekommen. Wir haben das Grundgerüst hinbekommen. Jetzt müssen wir nur irgendwie zusammenbauen. Also den Familienstammbaum zusammenbauen. So, Winsley ermordet. Ach nee, Winsley. Winsley ermordet, ne? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Winsley ermordet. Das heißt, Winsley. Winsley muss erstmal irgendwen heiraten. Okay, das heißt, Winsley. Winsley stößt aber keinen von der Klippe, ne? Ja, verdammt. Ja, Winsley ermordet dann jemanden. Ja. Winsley muss jemanden ermorden. Das heißt, Winsley muss von einem Geist... Das heißt, Winsley muss erstmal eine Hochzeit haben.
dann muss Hasli aber sauer sein und Hasli muss dann ihn runter und jetzt würde Winsley nämlich einen Mord begehen. Okay, wir haben das Grundgerüst. Pass auf, wir haben das Grundgerüst. Jetzt müssen wir nur noch die Familie zusammenfügen. Winsley ermordet Onkel, um Vater zu rächen. Das heißt, das hier muss der Vater sein. Das heißt, Blauli muss der Vater sein. Aber die würden ja nicht heiraten, wenn die vorher wüssten, dass es der Vater ist. So, das heißt, das müsste später passieren, nach der Hochzeit. Okay. So, jetzt ist es schon mal der Vater. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay. Jetzt Winsley ermordet Onkel, um Vater zu rächen. Jetzt muss Hasli der Onkel sein. Heißt, die müssen den... Oh. Okay, warte mal. Wie funktioniert das nochmal mit dem Onkel? Also, der... Um Vater zu rächen. Okay, er muss der Vater sein. Er ist der Vater. Das heißt, er muss auch der Vater sein. Ach, keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. Winsley ermordet Onkel, um Vater zu rächen. Er rächt den Vater. So, er hat schon mal einen Vater. Das heißt, er muss den Onkel ermorden. Das heißt, das hier muss der Onkel sein. Der Onkel wäre ja dann... Es muss zwei Brüder geben und einer von denen hat halt einen Sohn. Ja, wie kriege ich das denn in zwei Szenen hin, sag mal? Szene Blauli erzählt Wind. Short, das klingt so ein bisschen, als würde es einfach von der Lösung abtippen. Deswegen versuche ich das gar nicht so richtig zu lesen. Es tut mir leid, es wirkt einfach so. pass auf. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass... Es muss zwei Brüder geben und einer von denen hat einen Sohn. Muss gehen. Alles klar, hau da rein. Leute, ich bin zu dumm, ich brauche Hilfe, ich brauche geistige und seelische Unterstützung. Okay, Winsley ermordet den Onkel. Bin zu dumm, Leute. Sekunde. Okay. Moin, Locke. Herzlich willkommen zurück. Ich bin gerade maximal verzweifelt. Mein Gehirn kriegt es einfach gerade nicht hin. So absolut null. Let me cook. Okay. Was bräuchte es, um Winsley ermordet Onkel, um Vater zu rächen? Ich glaube, das Gerüst ist schon richtig. Ich hoffe, das ist richtig. Weil nur so macht es ja Sinn. Sehr schön. Gut angemeldet, Locke. So ist richtig. Nur so macht es ja Sinn. Und vom tosenden Applaus auch noch. Ich meine, hey, herzlich willkommen zurück. Hasli und Blauli müssen denselben Vater haben. Das heißt, Grünli könnte der Vater sein. Ja, das macht Sinn. Ja. Oh. Ja. Ich muss mir einen Zeichenblock irgendwie daneben legen. Das kriege ich doch nicht. Ach, we did it. Ich bin ziemlich stolz auf uns. Oh. Boah.
Herzog erschießt Detective, um den Gefangenen, um dem Gefängnis zu entgehen. Dafür einmal den Affen. Nee, 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 nee. Herzog erschießt Detective. Also Rätsel ist mir zu viel. Ich schaue dir lieber beim Verzweifeln zu. Ja, perfekt. Ihr seid sowieso nur alle hier, um mir beim Verzweifeln zuzusehen. Ihr kleinen Sadisten. Eben mal wieder. Auch bei Horrorspielen. Wollt ihr mich einfach nur leiden sehen? Okay, das heißt, der Herzog muss irgendwas angestellt haben. Das heißt, der Herzog muss die Waffe ja nehmen irgendwann. Das heißt, der sieht irgendwas. Was ist denn mit dem König hier? Wer wird der König die Waffe nehmen? Okay, der König hat einfach nur Angst vor der Waffe. Der Detective macht gar nichts mit der Waffe. Die Herzogin will die Waffe nicht und er greift die Waffe. Aber irgendwer muss ja die Waffe nehmen. Oh, na, ich sehe, die beiden haben einen kleinen Crush aufeinander. Das war das Puzzleteil, was mir gefehlt hat. So, jetzt natürlich einfach, sagte er und begann erst jetzt zu verzweifeln. Das heißt, der Herzog sieht das natürlich und ist jetzt sauer und nimmt dann die Waffe. Okay, pass auf, das kriegen wir hin. So. Ah, Skyred, dann verabschiede ich mal schön in den Dirk. Schön, dass du so fleißig dabei warst und mitgerätselt hast. Und viel Spaß beim Erbsenzählen, wa? So, jetzt nimmt er die Waffe und jetzt muss er natürlich auch den König erschießen. Wird er auch seine Gnädigste erschießen? Boah! Aber nee, er schießt den König. Okay. Er schießt den König. Und jetzt muss der Detektiv sehen. Nee, der Detektiv muss das sehen, wie er den König erschießt. Und wenn die sich jetzt schon treffen, dann wird er wahrscheinlich schon verhaftet, ne? Okay, wenn er verhaftet ist, dann kann ich nichts mehr mit ihm machen. Und wenn er jetzt die Waffe wieder zurücklegt und der Detektiv... Ah, die Waffe darf aber nicht zurücklegen. Er muss jetzt auch noch den Detektiv erschießen. Was ist, wenn der... Wie diese Augen hier aufploppen. Moin, Chris Rock. Herzlich willkommen. Okay, wenn die Augen da aufploppen. Jetzt weiß er es, dass der Detektiv es weiß, weil er das erzählt hat. Und jetzt erschießt der Herzog. Ja, ich hab's hinbekommen. Oh, ich hab's hinbekommen. Oh, yes. Boah, das letzte Kapitel, das knallt aber gut rein, ey. Boah, meine Güte. Ritter und Magd beseitigen die Monarchen und haben eine Affäre. Das heißt, die lieben sich noch nicht. Das heißt, die müssen wir erstmal... Richtig smart vom Detektiv, wenn er weiß, dass da Spionage betrieben werden kann, genau darüber zu quatschen. Ja, das stimmt wohl. Naja. Die Intelligenz vom Detektiv mal dahingestellt, der war schon am Anfang etwas... Naja. Mensch, du wirst ja richtig schlau mit dem Spiel. Wir sollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Mach mal ganz entspannt hier. Ich bin jetzt hier beim Ritter und Magd beseitigen die Monarchen. Warum sollten die Monarchen beseitigen? Weswegen? Er ist stinkig, deswegen entführt er... Ist das schon... Wird er den König von der Klippe stoßen? Nö, würde er nicht. Aber warum nicht? Mach doch einfach. Die hat einfach keine Affäre, die liebt einfach den König.
Da werden kognitive Fähigkeiten gefördert. Boah, das noch. Das Spiel ist geil. Gibt es das Spiel auch für die PS4? Weiß ich nicht. Für die Switch gibt es das. Aber ich weiß nicht, ob es das auch für die PS4 gibt. Da musst du einmal die Suchmaschine deines Vertrauens befragen. Ritter und Mark beseitigen die Monarchen. Die würden ja niemanden einfach so entführen, ne? Nee. Das heißt, das muss immer ein bisschen rumprobieren. Die würden keinen entführen. Und wenn der Ritter sieht, sie liebt den König. Und ihm ist das aber Ralle. Sie ist jetzt sauer. Ritter und Mark beseitigen die Monarchen. Moin, Alex. Hi. Oder Alex. Oder was weiß ich. Herzlich willkommen zum kognitiven Rätselspaß. Also, jetzt ist die sauer hier. Deswegen entführt sie jetzt den König. Oder kann sie den König... Kann sie auch irgendwen... Ja, sie wird den Mark von der Klippe stoßen, das ist natürlich klar. Aber die Mark müssen ja die beiden beseitigen. So, das funktioniert ja nicht. Wie kriege ich... Der Ritter ist jetzt einfach nur sauer. Er hat einfach nur sein Herzchen gebrochen. Aber der Ritter würde jetzt niemanden entführen, einfach nur. Nee, wird er nicht machen. Warum wird er das denn nicht machen? Ritter, stirb doch mal den König von der... Du hast jetzt die Chance! Greif sie! Warum kann es nicht so einfach sein? Er könnte einfach die Chance ergreifen, wisst ihr? Er könnte sie einfach nehmen und... Ja. Aber nein, macht er nicht. Warum stößt du niemanden von der Klippe? Warte mal. Wann bringst du wieder Minecraft-Videos, weil ich sie mag? Die kommen wieder. Ich bin nur gerade mit anderen Projekten irgendwie beschäftigt. Ich wollte eigentlich die nächste Zappo-Folge etwas früher wieder raushauen, aber jetzt habe ich zu viel Spaß an anderen Projekten gefunden und die haben einfach unfassbar viel Aufmerksamkeit generiert, weswegen ich da einfach gerne weitermachen würde. Also ich kann es dir gar nicht sagen, wann ich Minecraft wieder mache. Eventuell so in 3-4 Wochen? Ich kann es nicht sagen. Die sieht, wie die Magd und der König eine Affäre haben, deswegen stößt sie die Magd von der Klippe. So, nämlich. Und dann beseitigt die Magd ja theoretisch sie. Aber das müssen wir noch nicht machen, das kann später erst kommen, das kann später kommen. So, jetzt müssen wir noch irgendwen stinkig kriegen, ne? Jetzt ist sein Herz gebrochen, aber nur weil sein Herz gebrochen ist, schickt er die jetzt nicht von der Klippe, ne? Nee, sein Herz ist nur gebrochen. Sein Herz ist leider nur gebrochen. Das reicht nicht zum Mord und Totschlag. Aber was ist mit dem Entführen? Kann man einen Geist entführen? Bringt das was? Wenn die jetzt schon eine Affäre haben. Ich meine, die würden jetzt keine Affäre haben, ne? Nee. Das heißt, die müssten, wenn dann schon vorher eine Affäre haben. Sie liebt den König. Wird sie denn die Königin von der Klippe stoßen? Und was ist, wenn sie sieht, wie die beiden... Ich meine, sie weiß ja, dass die beiden rumtechtelmächteln. Ach, sie ist jetzt sauer auf ihn. Oh! Sie ist jetzt sauer auf ihn. Das heißt, sie würde den König runterschubsen? Okay, bringt mir aber nichts, weil Ritter und Mark beseitigen ja die Monarchen. Oh. Dankeschön, Alex. Vielen Dank. Freut mich sehr, dass es dir gefallen hat.
Ja, das bringt ja nichts, wenn die sauer sind, ne? Bringt ja nichts. Wird sie dann ihn entführen? Ja, wird sie. Wird sie. Und jetzt, wenn du... Jetzt ist sie sauer auf die Monarchin. Und jetzt stößt sie sie runter. Okay, okay, okay. Erstes Puzzleteil haben wir. Erstes Puzzleteil haben wir. Der Ritter liebt aber... Ja, der Ritter. Ja, es ist ihm halt egal. Oh, es hat der Ritter aber Herzschmerz, aber der Ritter wird wegen dem Herzschmerz jetzt nicht den König entführen, nee. Das gibt's doch nicht. Leute, ich weiß nicht, ob ich Gehirn genug dafür bin. Oh, es ist sogar die letzte Aufgabe. Oh nein, nein. Nein, ich wollte gerade sagen, vielleicht machen wir hier auch Pause, aber es ist das letzte Rätsel. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, shit. Oh, ich bin rausgetappt. Hey, wo ist mein Stream? Hallo, Stream, wo bist du? Spiel, da bist du. Okay. Also ich bin da was auf der Spur, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ritter und Mark beseitigen die Monarchen. Und was ist, wenn die Mark jetzt noch sieht, wie der... Er macht sich jetzt Hoffnung, weil die sauer aufeinander sind. Und jetzt entführt er jemanden? Nein. Ah, wenn du ihn nicht entführen würdest, würdest du noch nicht von der Klippe stoßen, ne? Schade. Ja, die Königin stößt ihn von der Klippe, das ist ganz in Ordnung. Und jetzt sind... Jetzt sind die beiden halt tot, so. Ah. Oh, Entschuldigung. Oh. Pardon. Hat jemand irgendeine Ahnung? Kann die mich helfen? Ich brauche Hilfe. Ich glaube, die Puzzleteile hier sind schon ganz richtig. Sie ist jetzt so stinkig, dass sie... Aber der Ritter wird niemanden entführen, ist das Problem. Der Ritter ist einfach viel zu gnädig. Der Ritter entführt halt niemanden. Wie kann ich das dazu bringen, dass der Ritter jemanden entführt? Alicia, willkommen zurück. Ich brauche deine Hilfe. Ich muss irgendwie schaffen, dass der Ritter stinkig wird. Oh. Krieg ist nicht geschissen. Hallo Shirley Maus. Hallo Maus, hallo. Guten Tag. Ja, ich weiß, wir müssen heute peelen. Ich wollte eigentlich nur bis 21 Uhr heute machen. Ich habe Salzstangen. Es freut mich. Es ist super. Es ist das letzte Rätsel. Komm mal, das allerletzte. Das werden wir ja wohl noch hinkriegen. Ritter und Mark beseitigen die Monarchen, haben eine Affäre. Oh, komm on. Der Ritter muss zuerst die Königin und den König zusammen sehen. Denk, ja, das habe ich schon probiert. Der Ritter ist dann einfach nur traurig. Ist dann einfach nur... Man kann sie auch ganz vorne zusammen sehen. So, der ist dann einfach nur traurig. Aber der entführt nur, weil er traurig ist, jetzt niemanden. Und stößt dann dementsprechend auch niemanden von der Klippe. Upsi. Oh, ist so, hm... Vielleicht beseitigt nur die Mark die beiden, aber die Mark würde ja nicht den Ritter. Das Ritter und Mark können sich auch nur auf die Affäre beziehen. Ja, ja, klar. Also, ja, das glaube ich auch. Also die Mark kann auch beide beseitigen, aber ich wüsste nicht, wie die Mark ihren Love Interest beseitigen soll. Weil die Mark...
würde ja nicht den Ritter killen, genauso wenig wie der Ritter die Königin killen muss. Das heißt, die Magd muss schon die Königin killen und der Ritter muss schon... Vielleicht kriege ich das so rum nur gebaut für den Ritter. Ist auf der König. Die Magd ist eifersüchtig. Nee, die Magd würde den trotzdem nicht killen. Also die Magd würde den trotzdem nicht killen. Die mag den. Die mag den. Warte mal, aber damit die eine Affäre haben, muss die Magd ja gerettet werden. So, jetzt wird die Magd vom Ritter gerettet. Und jetzt stößt der Ritter sie von der Klippe. Nein, er liebt sie noch. Naja, er liebt... Aber der Ritter muss von ihr gerettet werden. Warte mal. Die Puzzleteile sind alle da. Ich kriege sie nur nicht zusammengesetzt. Der Ritter muss von ihr gerettet werden. Oder halt andersrum, ist ja wurscht. Und wenn er sie jetzt rettet... Schießt er sie trotzdem von der Klippe, aber... Ist er jetzt so, dass die beiden jetzt, wo seine Love Interest weg ist? Ah, der König ist noch da, ne? Der König ist noch da. Muss die Affäre unbedingt am Ende sein? Nee, aber ich wüsste nicht, wie ich die am Anfang einbauen soll. Weil die mögen sich nicht, wenn ich die Affäre am Anfang einbaue. Hier, sagen wir mal, hier, der Ritter mag die Königin und die Magd mag den König. Das heißt, die beiden müssen eigentlich erst sterben, damit die beiden sich mögen. Beziehungsweise, er muss sie retten oder sie muss ihn dann auch retten. So beides irgendwie. Sonst funktioniert das leider nicht. Der König muss aber auch irgendwie stinkig sein. Aber die Königin findet sich selber halt am geilsten. Die wird keine Affäre mit dem Ritter haben. Ich krieg's nicht hin, Leute. Ich krieg's nicht hin. Wenn die Königin, nachdem sie das erste sieht, die Magd entführt. Ja. Und dann? Also jetzt hat die Königin die Magd entführt. Die Königin tötet den König. Ja, das geht nicht, weil der Ritter und die Magd müssen den König töten. Weil die Aufgabe ist, dass der Ritter und die Magd die Monarchen beseitigen. Also entweder muss die Magd beide killen oder der Ritter beide killen oder jeweils eine einkillen. Wenn die Königin, nachdem sie das erste sieht, die Magd entführt, ja. Der Ritter rettet die Magd. Ja. Der Ritter rettet die Magd. Das hatten wir gerade auch schon in der Theorie. So, jetzt muss... Also ich meine, die Magd kann sie jetzt von der Klippe stoßen, aber wie kriegen wir jetzt noch hin? Sie mag ja immer noch den König. Erst hat er jetzt Herzschmerz, er wird aber trotzdem nicht den König entführen. Ja, dann killt die Magd die Königin. Genau, also soweit waren wir schon. Das haben wir quasi schon diese Bausteine haben wir quasi schon die ganze Zeit. Jetzt müssen wir nur noch hinkriegen, dass der Ritter den König killt. Und ja, und dann sieht der Ritter eine Affäre. Ja, der Ritter ist ja einfach nur... Oh. Aber was für eine Affäre soll er sehen? Also, das ist dem ja... Muss der Ritter vielleicht zuerst? Oder
mag er sie nicht. Nee, nicht so richtig so. Die sind sich relativ egal. Deswegen muss irgendwie vorher erst was passieren, damit die Affäre dann ganz am Ende kommt. Das heißt, eigentlich muss... So, der ist jetzt traurig. Eigentlich muss der Ritter jetzt von der Magd gerettet werden. Aber wie kriegen wir das hin, dass der König sauer auf den Ritter ist? Ah. Nee, leider geht das nicht in beide Richtungen. Ich glaube, jetzt mag echt nur die Magd... Nee, die Magd mag nicht mal ihn. Die Magd mag immer noch den König. Die Magd mag Tomatenmark. Und der König... Ach, Leute. Wie wird er denn sauer auf den König? Sagen wir mal, sie erschreckt den König von der Klippe. Was ist denn jetzt? Mögen die sich jetzt untereinander? Ja, jetzt mögen die sich. Okay, wenn der König weg ist... Wenn der König weg ist, mögen die sich. Das heißt, ich muss irgendwie den König wegkriegen. Aber der König muss von dem Ritter weggemacht werden. Oder der Magd. Aber die Magd mag den Ritter ja. Egal, was er macht. Das heißt, irgendwie muss der Ritter sauer sein. Wir haben die Magd sauer bekommen, indem sie weggesperrt wurde. Ah. Ah. Ist mir zu hoch. Ja, same. Same leider. Same. Gibt's auch keine Tipps oder so. Das ist echt fies. Ah, wie kriege ich denn jetzt hin, dass die... Vielleicht muss der König ja irgendwas mit der Magd machen. Ja, aber was? Also die... Mögen sich halt da jetzt. Und der Ritter ist halt jetzt so, ja, von mir aus. Die würden sich halt auch nicht untereinander entführen oder so. So sind sich alle so... relativ gleich. Oh, Leute. Ich bin halt auch so in der Sackgasse. Ich bin so dermaßen in der Sackgasse. Ich muss jetzt auch leider los. Ich muss wirklich leider gehen, weil ich noch was essen muss und morgen früh raus muss. Ah. Wait, ich glaube, ich hab's. Ja. Bitte. Ja. Ich würde es gerne selber rausfinden, aber wenn du es rausfindest, befreie mich. Also die Hälfte habe ich fertig gepuzzelt. Es muss nur irgendwie noch... Mag die Königin den Ritter? Nö. Die Königin mag den Ritter nicht. Warte mal. Kann der König da was sehen? Nee, genau das habe ich auch schon probiert. Aber der König ist einfach nur happy, dass der Ritter von der Königin abgewiesen wird. Dripta war meine Lösung. Verdammt. Lass die Magd König sehen, bevor der König... Was? Lass die Magd König Königin sehen. Die Magd soll König Königin sehen. Okay, die Magd... Sieht König Königin. Und dann? Also sie wird die Königin... Also... Sie stößt die Königin ja nicht so. Sie ist ja einfach nur traurig so. Sie hat ja noch keinen Grund, sie zu killen. Den Grund, sie zu killen, habe ich ihr eigentlich erst gegeben. Nur an vierter Stelle. So. Du musst, also, erstmal hi, herzlich willkommen. Wie hättest du es gerne? Lass die Magd, Königin und König sehen. Nachdem sie eine Affäre mit dem König hatte.
Das heißt, sie hat eine Affäre mit dem König. Sie sieht das. Fünf auf eins. Warte, das, okay, ich mache jetzt gerade nichts. Jetzt müsst ihr nochmal schreiben. So. Okay, jetzt hat sie Angst wegen Gitter oder so. Sie hat jetzt Angst, weil sie jemanden rausgelassen hat, wie sie rausgekommen ist. Das heißt, sie muss jetzt auch den Ritter entführen. Nee, schade. Aber sie wird jetzt vom Ritter entführt. Nee. Jetzt sollte sie sauer auf beide sein. Naja. Jetzt ist sie auch sauer auf den Ritter. Warum sollte sie... Die Magd? Du meinst, die Magd ist jetzt sauer? Never ever. Die Magd ist jetzt nicht... Die Magd würde den König ja nicht killen. Warum sollte sie sauer auf den König sein? Die sind ja sauer aufeinander. Die machen jetzt hier kein Techtelmechtel. Und selbst wenn, wäre die Magd ja immer noch nicht... Die killt ja jetzt nicht den König. Deswegen. Hm. Ja, der König betrügt sie ja nicht. Die machen ja nichts. Die haben ja kein Techtelmechtel hier, die sind ja sauer aufeinander. Wenn der König erstes nicht sieht, wenn die Königin erstes nicht sieht, ach so, dann ist die einfach nur traurig. Aber die wird ja trotzdem den König nicht killen, also die mag ja trotzdem, so, die mag den ja trotzdem. Die wird ihn ja trotzdem nicht killen. Deswegen muss ja der Riddermann muss ja dann trotzdem irgendwie jemand killen. Ich war mit meiner Lösung schon ganz gut zufrieden. Also was heißt Lösung? Aber das ist schon, glaube ich, ein ganz guter Teilprozess hier. Zu nett die ganzen hier. Wir brauchen mehr Mord und Totschlag. Ah, Leute, ich muss leider wirklich los. Das heißt, wir müssen uns leider... Ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich muss wissen, wie die Lösung ist. Okay, pass auf. Sie holt den König. Sie holt ihn runter. Soweit, so gut. Er entführt dann jetzt die Königin. Er holt die Königin runter. Er ist jetzt nämlich sauer auf den Ritter und stößt... er ist jetzt sauer auf den König und stößt den König runter. Sie ist dann auch sauer auf die, Dings. Und jetzt können die beiden sich lieb haben. Das hätte ich nicht hinbekommen. To be honest, das hätte ich nicht hinbekommen. Jetzt sind sie... Das hätte ich nicht hinbekommen. Aber das Ganze rein und raus und rein und raus und... Oh Gott. Boah, das war mir zu viel. Oh, Zeremonie. Achso. Ja. Oh. Epilog. Wunderbar. Auf diesen Seiten hast du Geschichten von Liebe, Ehrgeiz, Intrigen und Rache erschaffen. Du hast dich der Krone und des Titels des Geschichtenerzählers würdig erwiesen. Nun ist es an der Zeit, dieses Buch zu schließen, über die Möglichkeiten der Zukunft nachzudenken und die Seiten deiner eigenen Geschichte zu füllen. Das Ende. Ich dachte, da kann man draufklicken. Oh, we did it. Boah, war ein gutes Spiel. Hat mir wirklich Freude gemacht. Auch wenn mich das letzte Rätsel, das hat mich ein bisschen sehr, sehr, sehr fertig gemacht. Meine Güte. Boah. Uftata. Schade. Ich mag es eigentlich nicht, bei sowas in Lösungen reinzugucken, aber ich habe es nicht hinbekommen. Das letzte Rätsel hätte ich nicht hinbekommen und ich hätte auch nur eine halbe Stunde dann weiter gerätselt.
Also, mir macht das tatsächlich nicht allzu viel aus, mir daran auch eine halbe Stunde das Gehirn zu zerbrechen. Irgendwann wären wir da sicher auf eine Lösung gekommen, aber ich muss leider wirklich los und ich wollte euch jetzt nicht ohne die Lösung des letzten Rätsels irgendwie hier verlassen und nächsten Stream nochmal einmal in das letzte Rätsel reinzugehen. Fand ich jetzt auch irgendwie ein bisschen meh. Das heißt, ich würde sagen, ich verabschiede mich in den Endscreen, Leute. Und wir schauen mal, was nächste Woche so bringt. Und ich guck mal, dass wir... Moin, Gustav, herzlich willkommen. Kommst gerade richtig zum Ende des Streams. Ich werfe mich jetzt in den Endscreen, ja? Ich werfe mich in den Endscreen. Ich wünsche euch schon mal schöne Ostern, falls wir uns nicht mehr hören. Ich wünsche euch schöne Ostern. Macht euch ein entspanntes Wochenende, ein schön langes Wochenende, hoffe ich. Dass ihr schön viel frei habt. Ich habe zumindest Freitag und Montag frei. Freue ich mich schon drauf. Das heißt eigentlich nur noch morgen worken. Oh. Haut da rein, Leute. War mir ein inneres Buch... Ein inneres Buch pflücken war mir das heute. Ein inneres Buch pflücken. Haut da rein. Bis dahin. Tüdelü. Oh. Bam. So. Shirley. Hallo. Ein Kater. Ja, was denn? Ein Kater mautzt mich an. Du möchtest spielen, ne? Hm? Ich hab das Wort gesagt, ne? Hm. Pielmausi? Machen wir sofort. Sofort. Kater maut mich an. Kannst du jetzt hier nicht in den letzten zwei Sekunden die Frage des Tages fragen? Was ist denn das los? Wir haben uns geeinigt, uneinig zu sein. Vanille. Ah, schon wieder so ein Basic-Antwort. Vanille-Eis finde ich so langweilig. Oh, das finde ich ja so langweilig. Nee, Vanille ist nicht meins. Ich kann verstehen, so ist halt grundsolide. Schmeckt eigentlich überall gut und überhaupt, aber wenn ich zur Eisdiele gehe, dann will ich den crazy shit. After Eight Eis, Schlumpfeis, den ganzen abgespaceden Shit.
Mit Rosinen? Vanilleeis mit Rosinen? What? Okay, Leute, hau da rein. Tschüss.